Hallo liebe Spielenden, ich begrüße euch jetzt zur Remastered Home Session, diesmal bei Max, unserem Methusalem in der Redaktion, und ich hoffe, dass ihr genauso viel Spaß habt wie wir. Wie ihr seht, sind wir heute etwas seriöser unterwegs. Ich habe mir sagen lassen, dass es sich nicht schickt, Gaming in einer unseriösen Art und Weise darzustellen. Das Thema Gaming ist vielleicht auch gar nicht so seriös, ich weiß es nicht, vielleicht nehmen wir das auch alles viel zu ernst. Heute geht es auf jeden Fall um Killerspiele, und ich habe mir dazu natürlich wieder die Expertise eines gesamten Teams zur Seite stellen lassen, und wir fangen diesmal an bei Alex. Wir haben heute im Review welche Killerspiele vorbereitet? Killerspiel 1, 2 und 3 sind alles keine Killerspiele, sondern Pazifistenspiele. Und ich habe wirklich lange gesucht, bis ich das gefunden habe. Und werden gleich mal sehen, was Spiele sind, in denen nicht gekillt wird. Es wird niemand umgebracht. Es ist unglaublich. Sowas gab es noch nie. Olli, in Versus bist du heute der Gastgeber. Welches Spiel hast du im Team mitgebracht, wo wir uns dann gleich gegenseitig zerbetteln können? Zernichten, würde ich fast sagen. Also ich würde mal sagen, es ist nicht für jeden. Also wenn Versus kommt, sollten viele vielleicht nicht einschalten. Also wird geschossen. Mhm. Es wird nur einen Gewinner geben. Es wird brutal. Und ich glaube, daran werden Leute kaputt gehen. Ich glaube, dafür bräuchten wir eine neue USK-Altersfreigabe. Mindestens 30 sollte man sein. Ja, ja. Okay, danke. Gut, dann machen wir uns jetzt nochmal auf den Weg. Und zwar setze ich mich jetzt an unseren netten Tisch zu unserem Gastgeber Max. Hallo Max, worüber reden wir denn heute im Talk? Also ich freue mich auf Mord und auf Totschlag und am meisten auf Killerspiele. Bis gleich. Da sind wir schon wieder. Ich möchte etwas Kultur in die Remastered Home Session injizieren und werde daher abermals ein Gedicht vortragen. Das erhöht die Gedichtvortragsquote der Remastered Home Session auf 50%. Silenzio, bitte. Du bist erst 14 Jahre alt und schreist schon nach Gewalt. Als Außenseiter hast du's schwer. Ach, hättest du nur ein Gewehr. Dann hätten sie Respekt vor dir. Du bräuchtest dann nur die Waffe zu laden. Denn wie das geht, das weißt du ja. Das kannst du ja ganz wunderbar. Wie in deinem Computerspiel. Feinde hast du nie zu viel. Dort bist du Herr der Situation. Auch wenn ihr alle sterben, was macht das schon? Wir haben zum Einstieg in diese Sendung einen kleinen Beitrag vorbereitet und den sehen wir jetzt. Keine Sorge, ihr seid noch immer bei Remastered. Und natürlich geht's heute um die Frage, sind wir Killerspiel? Oder genauer, wie viele Angstmacher dürfen heute noch ihre kruden Theorien zur Diffamation eines der schönsten Medien überhaupt verbreiten? Einer der profiliertesten Angstmacher ist der Kriminologe Christian Pfeiffer. Für die jüngeren Zuschauer unseres Millionenpublikums blicke ich daher zurück. Im April 2002 wurden bei einem Amoklauf in einer Schule in Erfurt 16 Menschen getötet. Im März 2009 starben 15 Menschen bei einem Amoklauf in Winnenden. Beide Taten haben gemein, dass sie von jungen Männern begangen wurden. In beiden Fällen gerieten gewaltdarstellende Videospiele in die Kritik. Und einer der lautstarken Kritiker war eben jener Christian Pfeiffer. So zitiert ihn das Nachrichtenportal heise.de im Jahr 2007: Wir haben ein gutes Waffenrecht, das nach dem Amoklauf von Erfurt 2002 deutlich verschärft worden ist. Größere Sorge bereite ihm, dass sich vor allem männliche Jugendliche systematisch desensibilisieren durch Computerspiele, die solche Tötungsarien vorzeichnen. Die Mehrheit der jüngeren Amokläufer habe sich erst am Computer in Stimmung geschossen, meint Pfeiffer. Das Problem: Niemals wurde eine solche Behauptung mit Fakten unterfüttert. Allein die Tatsache, dass ein junger Schüler Counter-Strike auf dem PC installiert hat, bedeutet nicht, dass er es regelmäßig spielt oder sogar für etwas ganz anderes als den Hauptspielmodus benutzt. Egal wie viele Studien einen Zusammenhang von Amokläufern und gewaltdarstellenden Videospielen widerlegen, nach schrecklichen Ereignissen machen sich unreflektierte und populistisch herausgegröhlte Forderungen noch am besten im Newsticker, egal ob öffentlich-rechtlich oder privat. Die Killerspiele sind es gewesen. Der Breivik hat ja sehr viel Computerspiele gespielt. World of Warcraft, ein kriegstreibendes Spiel. Da schlüpfen also Spieler in mittelalterliche Heldenrollen und retten die Welt, retten Europa, auch vor einem Teil der Islamisierung in gewisser Weise. Das sind sehr kritisch zu sehende Spiele. Und er tauchte sehr stark in eine Parallelwelt ab, wo er auch sehr viel geschossen hat. Als Spieler fühlte man sich damals nicht wohl. Wer wird schon gerne wegen seines Hobbys vorverurteilt? Mit ein paar Freunden habe ich damals ein Experiment durchgeführt.
Wie viele andere auch, produzierten wir 2007 in Anlehnung an einen Frontal 21 Bericht ein Parodievideo und veröffentlichten es auf YouTube. Ich rechnete mit vielen Dingen, aber nicht damit, dass viele, viele Leute das Video für echt hielten. Mein Kumpel Kai zwängte sich in Kinderwindeln, wir prügelten uns im Wald, aber anstatt den Fake zu erkennen, handelten die meisten Kommentare davon, Frontal 21 zu verurteilen. Das war verrückt, aber zeichnete ein gutes Bild davon, welches Image die klassischen Medien in der Gamer-Szene damals hatten. Videospiele befinden sich bei diesem Ächtungsprozess in prominenter Gesellschaft. In den 80er Jahren war es das Rollenspiel Dungeons & Dragons, das in den USA mit Satanismus, Pornografie oder Selbstmordraten in Verbindung gebracht wurde. Wer genau hinschaut, findet in jeder Generation einen Teil der Jugendkultur, der durchs Dorf getrieben werden musste. Das Wort Killerspiel geht so schon leicht von den Lippen. Wenn komplexe Fragen eigentlich einer zeitaufwendigen Debatte bedürfen, dafür aber leider keine Zeit ist, wenn noch schnell ein Brennpunkt programmiert werden muss. Und überhaupt, was soll der Gesetzgeber denn auch machen? Mobbing an Schulen bekämpfen? Den Umgang mit Waffen hinterfragen? Sich vom Leistungsprinzip an Schulen verabschieden? Die eigenen Wertvorstellungen zur Diskussion stellen? Ha, so ein Quatsch. Die Wertvorstellungen eines Schützenvereins sind unantastbar, aber Killerspiele und Videofilme, das sind eindeutige Mitverursacher von Gewalt bei Jugendlichen. Als gebürtiger Sauerländer erlaube ich mir mal diese polemische Fragestellung. Wie viel Gedankengymnastik muss man eigentlich betreiben, um Schießtraining und Saufgelage zum erhaltungswürdigen Wertekanon zuzurechnen? In welcher Welt sind Jugendliche mit Schusswaffenexpertise aus Schützenvereinen etwas Positives? Kundige Politikinteressierte wissen natürlich, dass die Antwort aus drei Buchstaben besteht und seit über 60 Jahren dem bayerischen Ministerpräsidenten stellt. In so einer Partei darf auch mal jemand stockbesoffen einem Menschen auf der Autobahn zu Tode fahren und 10 Jahre später bayerischer Verkehrsminister sein. Die Debatte um gewalterstellende Videospiele ebbt auf und ab, aber scheint sich immerhin ihrem Ende entgegenzubewegen. Selbst wenn ein rassistischer, sexistischer und intellektuell minderbemittelter US-Präsident sie kurzzeitig aufkochen möchte. Videospiele aller Art sind mehr als nur Jugendkultur. Es spielen so viele Menschen wie nie zuvor. Sie sind in ihren interaktiven und kommunikativen Möglichkeiten das schönste aller Unterhaltungsmedien. Sie können Themen in wundersamen Perspektiven verarbeiten. Sie können gut, schlecht, aufregend und langweilig sein. Sie können Potenzial erwecken, die Fantasie beflügeln, Trost spenden und Zeit vertreiben. Sie können Sucht erzeugen, wütend machen und missbraucht werden. Nur eins sollten Sie in Zukunft nicht mehr können: an allem schuld sein. Ja, wir sind jetzt hier in der Talkrunde. Danke an Jan für diesen umfassenden Beitrag. Wie ihr seht, das ist ein T-Shirt, das ich mir damals tatsächlich angeschafft habe. Ich als armer Killerspieler habe die anderen Leute vorgewarnt, dass man vor mir keine Angst haben muss. Wir wollen aber heute seriös bleiben, deswegen lege ich das mal kurz zur Seite. Ich sitze hier jetzt in der Talkrunde mit Max, Jakob und mit Polly. Vielleicht können wir erstmal zum Einstieg klären, wie alt wir denn sind. Wir haben nämlich hier eine etwas ältere Fraktion und eine etwas jüngere Fraktion am Tisch. Max, wie alt bist du denn? Ich bin jetzt so 33, 34 auf dem Scheideweg quasi. Also ist nicht mehr lange. Ein, zwei Monate bin ich auch 34. Alles klar. Ich selber bin 30? 31, ja. Und wie sieht es bei euch aus? Also ich bin 20 dieses Jahr geworden. Ich bin 21. Ja. Wieso frage ich euch das? Weil wir ein bisschen natürlich auch diesen Generationen-Aspekt mit aufgreifen möchten. Ich glaube, Max und ich haben beide noch eine Ära miterlebt, die wir jetzt auch gerade ein bisschen im Beitrag erläutert bekommen haben, in der es tatsächlich als Spieler vielleicht etwas unangenehmer teilweise auch war. Im gesellschaftlichen Kontext kommt aber auch drauf an, das klären wir ja gleich. Und bei euch war es vielleicht schon gar nicht mehr so. Das interessiert mich eigentlich auch vor allem. Vielleicht aber noch mal kurz als Erklärung. Das Gedicht, das ich vorhin vorgetragen habe, ist natürlich ein Lied von Christina Stürmer. Mehr Waffen, mehr Feinde. Das tatsächlich unironischerweise so vertont wurde und unter die Leute gebracht wurde. Kann man so stehen, wie man möchte. Die Gamer haben sich eigentlich so zu eigen gemacht und etwas selbstironisch zur eigenen Hymne sozusagen erklärt. Aber das war die Stimmung, in der man unterwegs war. Es war 2003, also ein Jahr ungefähr, nachdem der Amoklauf in Erfurt stattgefunden hat. Vielleicht jetzt erstmal zum Auftakt. Max, hast du denn damals irgendwas miterlebt? Ja, also vom Amoklauf selber, klar habe ich auch was mitgekriegt, vom Hidden Setten spezifisch, habe ich morgens direkt meine Mutter angerufen, die nämlich zu der Zeit auch Lehrerin war. Und da hat man ja schon ein bisschen Bang gehabt.
Und ein Kumpel ist sogar extra aus Münster angereist, um, ja, um redaktionell selber zu arbeiten, um zu festzuhalten, was da passiert, was da los ist mit der Polizei, wie viel Trubel da überhaupt war. Und in der Stadt waren, da standen, ja, es waren keine Panzer, aber schon so kleine gepanzerte Fahrzeuge. Also die ganze Stadt war voll mit Leuten und Hundertschaft Polizei war da. Also es war schon nicht ohne. Und hast du im Anschluss, also nach Emstetten kam die Debatte ja auch nochmal extrem auf 2006. Hast du im Anschluss darin denn was mitbekommen? Also nach dem Motto, spielst du eigentlich auch Spiele? Oder dass die Eltern fragen, ey, spielst du eigentlich auch was wie dieses Counter-Strike oder so? Also bei mir persönlich war es ehrlich gesagt nicht so. Es ging halt immer nur um, ja, ich spiele nicht so viel. Egal, was es war. Aber was jetzt wirklich Killerspiele angeht, gab es wirklich nichts. Und es muss auch dazu sagen, es waren auch nicht immer so viele Schnittpunkte da, dass wirklich die Eltern gesehen haben, was man da spielt. Ja. Hast du denn selber dann die Medienberichterstattung mitbekommen? Also dass es wirklich diesen extremen Fokus darauf gab oder gelegt wurde, dass irgendwie gewaltdarstellende Videospiele eine Mitverantwortung daran tragen, dass Leute rumlaufen und Mitschüler und Lehrer abknallen? Man hat es immer im Radio gehört, also fast jeden Tag. Ich höre mehr Radio als Fernsehen, also ich höre mehr Radio, als ich Fernsehen gucke. Ja. Und im Radio war es eigentlich immer präsent, egal auf welchem Sender, und im Fernsehen natürlich auch. Aber ja, wirklich davor schützen oder davor weglaufen, man hat es immer irgendwo gesehen oder gehört. Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr überhaupt mal irgendwie das Gefühl gehabt, weil ihr Videospiele spielt, dass man euch deswegen schief anguckt oder dass man es blöd fand? Also bei mir persönlich gar nicht. Also so aus meiner Erfahrung, also meine Eltern, bei meinen Eltern war es eigentlich schon immer so ein bisschen tabu, so Killerspiele vor 18 Jahren spielen. Mhm. Tut mir leid, ich habe es dann trotzdem getan. Wie hast du das denn gemacht? Es gibt da, ich werde den genauen Standort jetzt nicht verraten, aber es gab da so einige Läden, die auch an 15-Jährige, 14-Jährige teilweise halt Spiele ab 18 verkauft haben. Auch halt wirklich wirklich ein Laden und nicht so ein Online-Shop. Und da hat man dann schon seine Spiele bekommen und konnte dann auch schon mit 15, weiß nicht, Battlefield spielen. Und es gab für mich zwar immer das Tabu so von meinen Eltern, hier spielen nicht, ich habe es trotzdem getan, hatte dann nie irgendwie so Konsequenzen. Und bei meinen Freunden war das so ungefähr dann auch die gleiche Situation. Und so im Freundeskreis war es halt einfach so, ja, wir zocken halt am Nachmittag mal so eine Runde so gegeneinander oder zusammen und das war eigentlich nie so ein großes Thema. Ich habe auch eigentlich nur in meinem Freundeskreis oder mit meinen Eltern drüber geredet. Ich habe da jetzt wirklich nicht so Erfahrungen gemacht, zum Beispiel in Online-Foren. Da gab es bestimmt auch heiße Diskussionen teilweise drüber, aber das habe ich meistens eigentlich nie so mitbekommen. Wieso wollten deine Eltern denn nicht, dass du keine Spiele ab 18 spielst? Weil sie erstens diese Waffengewalt und Leute erschießen, das finden sie voll nicht cool. Oder wenn man auch sagt, ich so, ja, ich habe ich hab einen 360-Headshot gemacht. Und so, oh, Kopfschuss, ja. Kann ich natürlich nachvollziehen, dass sie das nicht geil finden. Das waren so die Hauptbeweggründe, dass sie es auch nicht toll finden, halt Leute zu erschießen oder halt aus dem Grund, ich will das Spiel gewinnen, ich muss jetzt diese Person erschießen. War es ihnen denn genauso wichtig, dass du zum Beispiel auch keine Filme geguckt hast, die ab 18 freigegeben waren? Oder war es jetzt explizit nur auf Spiele bezogen? Das galt auch für Filme. Ich hatte einmal so Sondererlaubnis bekommen, weil das so ein historischer Film war, der dann halt noch Geschichte erzählt hat. Die Passion aber Christi? Nee. Ja, das war dann bei meinen Eltern nachher nicht mehr so ein großes Thema und auch im Freundeskreis eigentlich nicht. Wie war das bei dir, Polly? Also bei mir selber zu Hause war das eigentlich kein großes Thema, da ich nie wirklich Interesse erstmal daran hatte, direkt solche Killerspiele oder eben halt Ego-Shooter oder sowas zu spielen. Und theoretischerweise hätte ich es vielleicht sogar gedurft, weil meine Eltern einfach nur so viel Vertrauen oder sowas in mich hatten, dass ich keine Scheiße baue. Zum Beispiel bei Fernsehserien oder TV-Serien gab es bei mir selber nie ein Verbot, ich darf keine Filme ab 18 oder 16 sehen, da sie halt mitbekommen haben, was ich, also meine Toleranzgrenze war schon ausgelotet, so mit 13 oder so. Ja, deswegen war das kein Thema. Und ich habe das, glaube ich, nur später dann bei Freunden mitbekommen. Bei denen ist es nämlich so gewesen, dass die strikte Eltern hatten. Denen habe ich dann zum Beispiel aber auch schon Spiele gekauft, vor 18. Ja, mit denen musste ich ja schließlich zusammen spielen, das ging ja nicht anders. Natürlich. Ja. Hattet ihr denn das Gefühl, dass es, also ich kann mir vorstellen, dass bei euch im Freundeskreis wahrscheinlich fast alle anderen auch sonst, also es muss bei dir vielleicht auch alle anderen gezockt haben, oder wie war das? Ja, also mein Freundeskreis bestand halt großteilig halt aus
aus Typen, die halt auch so gerne gezockt haben, und wir haben halt auch viel halt einfach online zusammengesessen und zusammengezockt. Mhm. Wir hatten, ich glaube, angefangen mit Battlefront 2 mit dem Alten, und dann ging das über so in Battlefield 3, wo wir dann im Squad zusammengezockt haben. Ja, also ich war da ziemlich mit Gleichgesinnten so unterwegs. Wie war das bei dir, Max, bei deinen Peers? War das da vollkommen normal? Hattest du viele Leute, die mit dir zusammen auch gezockt haben, oder warst du da eher der Einzelgänger? Wir haben eigentlich öfter, gerade da als GoldenEye zum Beispiel rauskam fürs N64, haben wir uns sau oft getroffen und haben mit vier Leuten GoldenEye gespielt gegeneinander. Das war der absolute Hammer, und es war auch eigentlich das Spiel, was wir dann da gespielt haben. Und generell hatte keiner irgendwie was dagegen, da mitzumachen, und die meisten haben auch gespielt. Wenn nicht selber, dann kamen sie vorbei und haben dann mit einem gespielt. Gut, also wenn man das so ein bisschen zusammenfasst, hat eigentlich keiner von euch so richtig das Gefühl gehabt, jemals, weil er gespielt hat, zu verurteilt werden, ob jetzt von Bekannten oder auch vielleicht durch die Medien, außer dass du es ja mit Medien auch ein bisschen miterlebt hast. Wenn ihr euch jetzt so ein bisschen reinversetzt, also vielleicht ist das für dich sogar jetzt noch die realistischste Fragestellung, stell dir mal vor, du bekommst ein Kind, und weil ihr vielleicht noch gerade ein bisschen jünger seid, vielleicht könnt ihr es euch nicht so vorstellen, wie würdest du das finden, wenn dann der 12-jährige Junge oder das 12-jährige Mädchen ankommt und sagt, du Papa, oder du kommst ins Zimmer und das Kind spielt Half-Life 3. Wir dürfen nicht zu unrealistisch werden, und das Kind spielt, weiß ich nicht, Doom 7. Was würdest du dann sagen? Würdest du das cool finden, oder wie stehst du dazu? Das ist die Sache, ob ich es cool finden würde, weiß ich nicht. Also ich würde es auf jeden Fall so nehmen, weil ich selber in dem Alter, vielleicht ein bisschen später, weil ich weiß ja nicht, wie, sagst du gerade, wie alt ist das Kind dann? 12. Das 12 sein. Erstmal daran denken, Max, was hast du früher selber gemacht? Halt mal Ball flach. Wer weiß, wie ich dann selber drauf bin. Also das kann natürlich sein, dass ich bestimmte Inhalte nicht unbedingt tolerierbar halte für ein Kind von 12 Jahren. Was jetzt, ja, Gewalt angeht, ich ehrlich gesagt kann ich es dir gar nicht sagen, wie ich dann in der Situation reagieren würde. Aber in allererster Linie würde ich erstmal darauf schauen, wie habe ich früher selber, dann bin ich selber damit umgegangen, würde ich es meinen Eltern, würde ich es verstecken oder was, oder würde ich immer nur darauf aufpassen, dass, wenn sie nicht zu Hause sind, ich dann die Konsole anmache und dann spiele. Also das, ja, ist schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Habt ihr denn das selbst das Gefühl gehabt, vielleicht an euch beide gerichtet, weil ihr jetzt auch jung wart, in einem Alter, als die Spiele ja auch schon relativ realistischen Anklang hatten. Wie war es denn dann bei euch? Habt ihr das Gefühl, dass euch das geschadet hat, oder hat es dir speziell geschadet, in welcher Art auch immer, dass du vielleicht mit 15, 16 oder mit 14 Spiele gespielt hast, die zumindest für dein Alter eigentlich nicht als passend eingestuft wurden? Mir persönlich geschadet, glaube ich nicht, weil ich gucke da immer auf der Sache raus, so, was passiert mir, wenn ich diese Spiele spiele, beziehungsweise wie bin ich nachher drauf, und bei mir hatte es meistens so den Effekt, weil ich war jetzt nicht gerade schlecht in den meisten Spielen. Mhm. Ich war jetzt nicht der Oberpro, aber ich war jetzt auch nicht so unterste Schublade. Ich war so immer im Mittelfeld ganz gut dabei. Deswegen haben mir die Spiele auch meistens sehr viel Spaß gemacht. Und ich war danach auch entspannter. Ich war so, oh, viel Stress und jetzt eine Runde zocken. Und dann war ich nachher sozusagen entspannter, weil ich dieses, weiß nicht, Glücksgefühl hatte, Runde gewonnen, geil, läuft. Also das heißt aber auch, dass dieser Wettbewerbskontext oder der kompetitive Gedanke vielleicht irgendwelche Gewalterstellungen krass überwogen hat. Ja, also du hast gar auf nicht, jeden Fall. Du hast jetzt nicht unbedingt wahrgenommen, ich laufe jetzt da rum und zerteile in Gears of War jemanden mit einer Kettensäge. Genau, da würde ich nämlich auch nochmal eine Unterscheidung setzen, ja, weil ich habe halt viel diese Spiele auch Battlefield und so gespielt, und so wie ich mich daran erinnern kann, es gibt halt nicht viel Blut, was da irgendwie rumfliegt. Die Kugeln gehen rein und irgendwann kippt der um. Das war so bei den meisten Spielen, bei Star Wars Battlefront war es, meine ich, auch so, bei Battlefront 2. Und hätte ich damals so ein Doom gespielt, wie wir das heute sehen, wo man dann den Kopf abreißt und Wirbelsäule vielleicht auch gleich noch hinterher, da sähe das dann vielleicht ein bisschen anders aus. Da hätte ich wahrscheinlich am Ende auch noch Albträume bekommen. Ja, ich vielleicht mal gerade was sagen. Und zwar habe ich das nicht in Videospielen erlebt, aber natürlich in Serien, da ich nämlich in der Zeit richtig viele Serien geschaut habe und mit 13, 14 angefangen habe, sowas wie Bones oder Dexter gerne zu sehen. Und da ist es nämlich so, dass ja ab und zu mal Leichen zerteilt werden oder man irgendwelche Gedärme in irgendwelchen aufgeblähten Behältern oder sowas sieht. Und das hat schön, dass wir das alles auch so genau beschreiben. Ja. Gerne, schön grafisch. Ja. Und man, also da wundert es mich eben halt, dass es dann so in Videospielen kritisiert wird, aber dass es eben in Fernsehserien, die dann wirklich erst ab 16 und nicht mal ab 18, also bei zumindest Bones ist es so,
dass es da einfach so gezeigt werden darf und es definitiv ja realistisch gemacht ist. Ja, ich denke, da spielt ja mit Sicherheit dieser Interaktionsgedanke eine entscheidende Rolle. Also wir haben es ja auch im Beitrag gesehen, so diese Vorwürfe, Computerspiele wurden genutzt, um Zielen zu üben. Das ist natürlich ein absurder Gedanke, also mit einer Maus hin und her zu bewegen, auf die linke Maustaste zu drücken, ist natürlich nicht vergleichbar damit, eine Waffe in der Hand zu halten und auf einen Menschen zu ziehen und den Auslöser zu drücken. Könnt ihr das nicht nachvollziehen, dass da vielleicht eine Unterscheidung gemacht wird zwischen diesem Interaktionsgedanken, ich laufe in einem First-Person-Shooter rum, das bin ich, und ich ziele auf virtuelle Figuren und ich drücke ab, dass das was anderes ist, als wenn ich jemanden dabei beobachte in einem Film, der das macht? Ja, natürlich. Also, dass da wirklich irgendjemand sich in das Spiel so sehr reinversetzt oder so reinsteigert, dass er denkt, dass er vielleicht diese Person ist oder so. Ja, warum nicht? Ja gut, das ist ja auch eigentlich das Ziel, dass man sich ja ein bisschen identifizieren kann, aber sich diese Gedanken zu eigen machen, das ist dann ja wiederum ein Schritt, der ja wirklich ein ganz extremer Natur ist. Und da ist natürlich dann auch die Frage, was hat die Umgebung dazu beigetragen, dass ein Mensch sich überhaupt in so einem Medium dann in der Form flüchten kann? Gut, ich würde sagen, dass wir jetzt an der Stelle einen kurzen Cut machen. Wir unterhalten uns gleich noch ein bisschen mehr, insbesondere über das Thema Zensur und wie man auch, sind ja schon reingekommen, Computerspiele als Medium vielleicht regulieren kann und was man dazu auch beitragen kann oder was vielleicht auch sein muss oder nicht sein muss. Und als nächstes schauen wir uns aber jetzt erstmal gemeinsam mit Alex ein ganz wunderbares, überhaupt nicht brutales Videospiel an. Hallo an euch da draußen, hallo natürlich auch an euch und hallo an euch. Ich bin jetzt hier in einer etwas, ich muss sagen, feindseligen Stimmung hier im Raum. Der Kameramann hat gerade den anderen Leuten gesagt, sie sollen den Mund halten. Die Schnauze, habe ich gesagt. Alex, wie kannst du uns befrieden? Ich bin ein sehr großer Fan von Killerspielen, deswegen möchte ich auch, dass die Leute hier den Mund halten. Nein, das habe ich nie gesagt. Was ist überhaupt, was soll das? Ich habe nicht dich, sondern den Kameramann beschuldigt. Stimmt, ich bin ja gar nicht der Kameramann. Okay. Vielleicht fangen wir einfach mal an. Was hast du uns? Ich muss noch kurz einen Shoutout an Polly geben. Die Cupcakes, die ich mir gerade genommen habe. Schade, dass wir kein Geschmacksfernsehen haben. Das wäre doch, ich weiß. Das Cut. Großartig. Kein Cut, wir machen jetzt sofort weiter. So. Okay, Alex, dieses Spiel heißt Hohokam. Hohokam. Ja, ich weiß nicht. Ich als Deutscher würde es Hohokam nennen. Ja. Aber natürlich wird es Hohokam wahrscheinlich dann. Wahrscheinlich haben sie es so überlegt. Also der Punkt ist, unser Thema ist ja Killerspiele. Ich habe mich wirklich damit beschäftigt, ein Spiel oder Spiele zu finden, die überhaupt gar nichts mit Killen zu tun haben. Selbst, ich habe so natürlich das erste Beispiel, Minecraft zum Beispiel. Aber Minecraft, da hast du einen Bogen und schießt auf, könntest theoretisch auch die Villager töten, ne? Weg. Moment, ich muss kurz sagen, das ist ein Fachausdruck, was ist ein Villager? Ach so, was ist ein Villager? Echte NPC, nicht... Was ist ein NPC? Nicht Charaktere, die theoretisch Menschen darstellen sollen, komische Menschen, aber nicht von Spielern gesteuert werden, aber sind trotzdem Menschen. Also du hast trotzdem das Gefühl auf Menschen. Das ist eine etwas eigenwillige Definition von NPC in meinen Augen, aber wir lassen sie mal gelten. Ja. In der Vision-Redaktion, wenn ihr Kritik für uns habt, ihr kennt unsere E-Mail-Adresse und wenn ihr das nicht verstanden habt, meldet euch einfach, danke. Alex, Hohokam. Ja. Erzähl mal was. Das ist ja schon mal ein wunderbarer, sehr simpel gehaltener Google-esker Startbildschirm, würde ich fast sagen. So sieht's aus. Worum geht es in diesem Spiel? Boah, wenn ich das wüsste. Das ist eine sehr gute Frage. Also, du bist ja der Reviewer. Ja, ich selbst bin auch sehr, sehr großer Freund von so Kunstspielen. Das hier ist ein Kunstspiel. Mhm. Und wie bei jedem Gemälde, Kunstwerk, ist es ja so, dass man nicht wirklich eine Story kriegt, so von A bis Z, sondern man kriegt eher einen Eindruck, den man auch selber, wie war das Wort, interpretieren kann. Ne? So, und das ist ungefähr das Spiel. Und, ja. Also Kunstspiel, das heißt also, der Spieler wird dazu aufgefordert, sich mit dem hier Gezeigten aktiv auseinanderzusetzen und vielleicht auch dabei etwas Neues in sich zu entdecken, in seiner Wahrnehmung, seine Perspektive zu verändern. Sehe ich das richtig? Ah, das kann man so sagen. Also mir hat es jetzt für mein Leben jetzt nicht weitergebracht, ne? Aber es ist natürlich was sehr Schönes gewesen. Gewalt! Das heißt also, wenn du in...
wenn man es mal ganz subtil oder ganz konkret betrachtet, ist das vergleichbar mit dem Besuch eines Museums? Würdest du ins Picasso-Museum gehen hier in Münster und würdest dann vielleicht das Gleiche empfinden oder erleben, als wenn du dieses Spiel hier spielst? Etwas, ja. Also es ist tatsächlich so, dass du da reingeworfen wirst, du kriegst gar keinen... keine Aufgabe, sondern du musst selber rausfinden, was machst du. Das haben wir jetzt nicht gesehen am Anfang. Du spielst quasi jetzt so einen Strich, so einen Drachen. Der erinnert dich so ein bisschen an so einen Drachen. Und damit kannst du quasi in so eine 2D-Welt gehen und du hast ganz viele Freunde, die genauso gleiche Striche. Und die verschwinden in verschiedene Welten und deine Aufgabe ist quasi, die zu finden. Das muss man erstmal verstehen, das habe ich aber verstanden und das ist quasi, was wir jetzt sehen, das ganz Leere. Das ist so ein bisschen Level Select. Also du kannst dir quasi aussuchen, wo du hingehen willst. Jetzt kann ich mir jetzt quasi hier und mein Portal öffnen und in eine dieser Welten gehen. Und in jeder dieser Welten gibt es quasi Rätsel zu lösen, die völlig... Also du kriegst einfach diese Aufgabe nicht. Du weißt nicht, was du machen willst, du experimentierst einfach ein bisschen rum. Und das ist eigentlich 80% des Spiels. Das bedeutet also jetzt im Vergleich zu vielen anderen Videospielen, der Spieler wird nicht mit einem konkreten Ziel oder einem Wettbewerbsgedanken konfrontiert, sondern soll sich wirklich mit dem Erlebten positiv auseinandersetzen. Genau, also es ist auf jeden Fall kein Spiel für jemanden, der eine Aufgabe braucht und der wirklich ein festes Ziel haben will und dem das Spiel quasi anleitet. Also wo es einen Fortschritt gibt. Das heißt, es gibt in dem Spiel keinen Fortschritt in dem Sinne. Doch, an sich schon. Also wenn du quasi eine Welt abgeschlossen hast und das Rätsel gelöst hast, dann taucht in dieser Welt dein Freund quasi auf und es gibt auch ein Ende. Ne, wenn du alle gefunden hast, dann gibt es auch ein großes Ende. Also an sich ein Spiel. Aber eben ein Kunstspiel. Wenn du hast es jetzt ja, denke ich, schon ein paar Minuten, Stunden auch selber gespielt. Macht das Spaß? Mir schon. Aber wie gesagt, ganz wichtig, es ist für jemanden, der auch Kunst mag und der quasi Spiele nicht spielt für einen gewissen, ja, warum spielt man Spiele? Highscore, Spaß, Erfolg, etwas erleben, so, also wirklich, klar erlebst du hier auch was, aber es ist eher etwas für Leute, die A, geile Musik finden, Musik richtig cool finden und sich eher so ein bisschen auch mit Kunst auseinandersetzen möchten, können und vielleicht auch ein bisschen den Drang haben, dass ein Spiel eher so ein bisschen vor sich hin plätschert und eher so ein bisschen dazu da ist, um Eindrücke zu sammeln und einen Spieler fordert, ja. Also man kann sozusagen das Spiel ganz entspannt nach dem Feierabend auf dem Sofa genießen. Man kann aber auch, wenn man möchte, sich da hinsetzen und ganz bewusst sich die Frage stellen, wow, was ist das da gerade? Ja, absolut. Und ich bin jetzt ja zum Beispiel in so einer ganz großen Welt und hier verstecken sich überall Rätsel. Es gibt hier diese... Feier, diese Fair zum Beispiel. Und da ist jetzt schon mal, liegt es ein bisschen nahe, diese eine fragt nach einem Schlüssel. Und diesen Schlüssel musst du finden. Und irgendwo ist dieser Schlüssel gefunden. Vielleicht hat ihn jemand. Vielleicht musst du irgendwas aktivieren. Hier ist zum Beispiel auch so ein Ding. Da fällen die runter. Was soll das heißen? Ich weiß es nicht. Und das ist so das Inhalt des Spiels. Du gehst rum, entspannst dich und genießt einfach diese Welt. Bleiben die, also sind die Welten festgeschrieben oder werden die immer wieder neu erzeugt nach gewissen, unter gewissen Kriterien oder ist das wirklich, ist jede Welt für sich festgestaltet und das heißt dann also auch, dass man irgendwann mal alles auf jeden Fall erlebt hat, wenn man möchte? Ja, die sind komplett festgestaltet, also eine komplett feste Open World, kann man auch so sagen, also du gehst halt durch die Portale und erlebst dann quasi die Open World und wie gesagt, in jeder großen Welt gibt es was zu finden und auch was zu schaffen. Ja, genau, also ich finde dieses Spiel wirklich, wirklich unglaublich schön gezeichnet. Es ist unglaublich schöne Musik. Die haben sich auch etwas damit überlegt, dass in jeder Welt es auch eine andere Musik gibt und auch von einem anderen Künstler geschrieben wird, weil diese Welten sich sehr voneinander unterscheiden. Es gibt auch eher dunklere Welten, Waldwelten und so, Dschungelwelten. Und deswegen, wegen diesem Artstil, ist es einfach wirklich schön, richtig schön bunt und flashy und das ist super geil. Aber wie gesagt, eher für Leute, die auf entspanntere Sachen stehen. Okay, noch ein paar Infos vielleicht zum Abschluss. Also das Spiel selber kann man nur auf Sony-Konsolen spielen, auf der PS3, auf der PS4 und auch auf der PS Vita. Seit 2014 ist es draußen, entwickelt von Honeyslug Games in Zusammenarbeit mit dem britischen Künstler Richard Hock. Und wir haben es ja, nee, haben wir nicht gesehen, glaube ich, aber es ist so mit Sony Santa Monica noch zusammen. Das heißt also, die Chance, dass man es mal auf einer anderen Konsole oder Plattform noch erlebt, ist wohl relativ gering. Null. Schade. Wenn Last of Us vielleicht für PC kommt, zum Beispiel, dann, und das glaube ich auch null.
Alles klar. Dann danke ich dir aber jetzt schon mal soweit. Das war also dieser Take mit Hoho, Kum, Hoho, Kam, wie auch immer. Und wir sehen uns jetzt auf dem Sofa wieder, denn jetzt nach diesem Moment der Entspannung brauche ich wieder etwas Brutales. Ja, sagen wir töten, ja. Also wahrscheinlich möchten wir innerhalb der nächsten 10 Minuten jemanden töten. Ja. Gefühle und Freunde verlieren. Macht euch bereit. Hallo, herzlich willkommen zurück. Ich sitze hier mit Oliver. Der hat ja vorhin in unserer Anmod angekündigt, dass es jetzt bei Versus richtig zur Sache gehen wird. Welchen Dealbreaker, welches Spiel, das Freunde niemals zusammenspielen sollten, weil es einfach zu sehr an die Psyche geht, hast du heute mitgebracht? Also es wird Drive-Bys geben. Also, ne, also da kennt man ja viele Spiele. Mhm. Und ich habe mir davon ausgewählt Mario Kart. Okay. Ja. Ich glaube, die Version von, was ist das jetzt? Wie Deluxe. Ach, Deluxe, genau, ja. Deluxe, wie Remastered Deluxe, ja. Ja. Okay, um das den Zuschauern zu Hause zu erklären, wir haben in der letzten Folge, vielleicht zeige ich auch noch mal kurz die Bilder vom Jubeln. In 3, 2, 1. Oh mein Gott, Team Olli. Ja, klar. Der Beweis, es war wirklich die Vorderseite. Damit hat Team Olli gewonnen. Das waren die Bilder vom Jubeln. Ah, okay, ja. Da haben wir gesehen, dass Team Alex verloren hat. Und dass Team Oliver erfolgreich war. Dementsprechend darf heute Team Captain Alex als erstes ein Mitglied wählen. Ihr dürft zwei Mitspieler aus unserem sehr kompetenten Team wählen. Ich bin allerdings außen vor, weil ich der Allerbeste bin in Mario Kart. Also, Alex, für wen entscheidest du dich als erstes? Ist es Polly, ist es Max, ist es Jakob oder ist es Jakob? Ich bin ein bisschen irritiert, dass Max Mario Kart 8 für die Switch nicht hat. Aber jetzt für die Wii U, das weiß ich ganz genau. Und ich glaube, ich nehme Max tatsächlich. Ja. Teamwahl Nummer 1 für Alex ist Max. Olli, mit wem konntest du? Wer dürfte Max am ehesten entgegenstehen können? Also, weil es ja um Autofahren geht, nehme ich Polly. Das ist eine gute Idee. Polly kann Autofahren? Ich hatte 6 Fahrstunden. Polly hatte 6 Fahrstunden. Wenn das nicht jemand qualifiziert fürs Mario Kart spielen, weiß ich auch nicht. Das ist zu viel für Mario Kart. Alex, wen willst du als nächstes? Vielleicht machst du es ein bisschen fair. Ich weiß gar nicht, wer besser Mario Kart spielt. Keine Ahnung. Ich nehme Jakob. Jakob alt? Ich hätte gar nicht erwartet. Jakob, das wusste ich gar nicht. Okay. Und dann bleibt für dich der andere Jakob. Ja, ich nehme den Jakob richtig. Ja. Okay, also Jakob Töbelmann ist. Oh nein, Jakob T. Jakob T. Ist bei Alex und Jakob B. ist bei Olli und wir sehen uns gleich wieder. Da sind wir schon wieder. Die Teams haben sich versammelt. Zu meiner Linken, eurer Rechten befindet sich Team Olli. Olli auch als Kamerakind noch bei seinem Team als Motivator mit dabei. Und rechter Hand, zu eurer Linken, seht ihr Jakob und Max, die für Alex in die Schlacht ziehen. Wir spielen Battle-Modus, ganz einfach erklärt. Viele CPU-Charaktere sind mit dabei und wer am Ende die meisten Gegner abknallt, kriegt auch die meisten Punkte und nach 5 Minuten ist die Runde vorbei und wer dann die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt für sein Team. Das heißt aber, die Teams bestehen nicht nur aus den beiden menschlichen Spielern, sondern auch noch aus Charakteren, die die KI stellt. So, jetzt bitte ich euch endlich den letzten Wagen auszuwählen. Das ist die Pauline. Das heißt also, Larry ist Jakob, Cooper Trooper ist Polly und Shy Guy ist Max und Ludwig ist Jakob. Okay, alles klar, Ludwig, einer der besten Charaktere und wir sehen, sie werden hier unterstützt von ganz vielen anderen Charakteren, interessiert auch niemand so. Welche Map spielen wir, Alex, du als Mario Kart 8 Deluxe Experte, was empfiehlst du? Ist Battle Stadium nicht einfach so der Klassiker? Battle Stadium, los geht's. Und jetzt geht's los, ich bin unglaublich gespannt. Das ist das wunderschöne Lademenü, das wir aus Mario Kart 8 aus der Wii U auch schon zu Genüge kennen. Ein tolles Spiel. Schön, dass die Deluxe-Variante, habe ich gerade schon gesagt, für 60 Euro nochmal neu aufgelegt wurde. 50. Nur 50 ein Euro. Schnapper. Ein absolutes Schnäppchen für jemanden, der das Spiel auf Wii U komplett durchgespielt hat und auch seinen Spielstand nicht übertragen kann. Dafür müsst ihr bald 20 Euro im Jahr zahlen, um ein Online-Backup zu haben. Für Safe Games. Nintendo ist wieder absolut am Rotieren. Links, also in Team Rot, ist Oliver und rechts Team Alex ist Blau. So, und jetzt schauen wir mal, was passiert. Ich kenne diesen Modus tatsächlich nicht, weil es den auf der Wii U nicht gab. Und ich bin ja sehr arm.
wir haben ja kein Geld mehr in den Bürgermedien, deswegen konnte ich mir jetzt die Switch-Variante noch gar nicht leisten. Was wir hier sehen ist, dass noch nichts passiert ist. Alle haben 0 Punkte. Wir sehen ein paar Bananen, wir sehen grüne Panzer. Wir haben ja auch schon festgestellt, vielleicht mal kurz die Frage an Olli, der da gerade Kamera macht. Mario Kart kann Freundschaften zerstören. Ist es dir denn schon passiert? Nee. Ich glaube, du musst ja mal einen Freund haben vorher. Oh, da ist was passiert. Oh mein Gott. Es ist deswegen so spannend, Olli. Ich wollte fast den gleichen Scherz machen. Dachte mir, es ist zu hart. Okay. Ja, es steht 2-0 für das Team von Olli tatsächlich. Was daran liegt, das liegt daran, dass die CPU was gemacht hat. Aber ihr selber kriegt hier nichts geschissen. Ein Punkt, Max hat was, nee, das war Jakob. Jakob hat einen getroffen, wurde selber aber getroffen, weil Jakob links oben, die beiden Jakobs sind eigentlich die Einzigen, die jetzt hier mit 2-2 was kassieren. Und Jakob Jung ist Jakob Tüllmann rechts auf den Fersen. Jakob Jung, oh nein, ja, der junge Jakob und der alte Jakob, das sage ich doch. Gott, ist das kompliziert. Da sehen wir jetzt auch, dass sich Max und Jakob Jung mal kurz begegnet sind, aber nichts passiert. Polly hat, glaube ich, gar keine Ahnung. Polly, erzähl doch mal, wie geht's dir gerade so? Was erlebst du? Macht das Spaß? Bis jetzt versuche ich gerade rauszufinden, wer in welchem Team ist. Also Larry, das ist dein Kumpel. Also Larry würde ich nicht abknallen. Weißt du, wo die anderen sind? Wo sind die anderen? Wir haben uns gerade noch drüber unterhalten. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Schöne am Mario Kart 64 und der Battle Arena dort war, dass die meisten Arenen, wenn sie auch unter Framerate-Einbrüchen gelitten haben, das bedeutet übrigens, dass die Bildwiederholfrequenz sich senkte, dass in solchen Fällen es dann doch irgendwie mehr Spaß machte. Also was wir sagen können, ist, dass Max auf jeden Fall, Max und Polly führen ein ganz passives Dasein. Das ist wirklich Zurückhaltung pur, während Jakob Alt hier abgeht. Aber Jakob Alt macht das ganz großartig. Der ist hier, der hat noch einen Ballon. Oh Gott, das kostet Punkte, richtig? Im Moment steht es 12-10. Wir haben gleich die Halbzeit. Das Team von Alex führt, aber wenn Jakob jetzt noch seinen Ballon verfolgt, aber Jakob, beide Jakobs haben nur noch einen Ballon. Oh, 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 oh. Meine Güte. Irgendjemand drückt auf Start. Das ist natürlich auch eine Taktik, da kann man nur sagen, shame on you, wer auch immer das war. Ja, das ist hier wie bei Smash Brothers. Disqualified. So, ja, was kann jetzt noch passieren? Wir haben noch knappe 2 Minuten Zeit. Wir sehen, dass im Prinzip viele Items im Spiel sind, dass auch Max mittlerweile 2 Punkte gemacht hat. Er hat doch gerade den Bumerang. Und da hat jetzt gerade der gute Jakob Alt tatsächlich seinen 5. Punkt gemacht. Oh, und Jakob Jung, links oben sehen wir es, hat jetzt die Hälfte seiner Punkte verloren, weil er seinen letzten Ballon verloren hat. Dadurch steht es jetzt 17-7 für Team Alex. Ja, im Prinzip ist das gleiche jetzt aber auch nochmal passiert mit Jakob Alt und jetzt auch nochmal rechts oben mit Max, was dazu führt, dass es nur noch 13-9 steht. Also ganz ehrlich, Polly und Jakob, ihr beiden müsst jetzt nochmal Gas geben, sonst wird das nicht. Ich habe herausgefunden, mit welchen Items man schießen kann. Jetzt könntest du den roten Panzer auf King Boo schießen, das hätte dir schon mal einen Punkt gebracht. Ja, nicht so. Das sehen wir vielleicht nochmal in der Zeitlupe, wie Polly den Panzer zielgerichtet in die Bande schleudert. Schade. Der rote Panzer, für alle, die es nicht wissen, der hat eine Zielautomatik drin und verfolgt den Gegner fast bedingungslos. Er ist nicht so schön wie der blaue Stachelpanzer, aber immer noch unglaublich schlimm. Ja, ihr seid Team Rot, das stimmt. Also alle, die blau sind, kannst du abknallen. Es sind doch noch 1 Minute Zeit. Nee, das ist rot. Max, so dein Ersteindruck als Wii U-Spieler, wie macht sich der Battle-Modus? Der ist immer noch ziemlich weitläufig, muss ich sagen. Hey. Irgendwer drückt immer auf Start. Das ist immer noch weitläufig, muss ich sagen. Am Anfang habe ich, glaube ich, mindestens 1/2 Minute gebraucht, um überhaupt irgendwen zu sehen. Und jetzt ist es meistens so, dass wenn ich jemanden sehe, jetzt ist es natürlich nicht so, aber wenn ich jemanden sehe, fährt er mir vorbei und das war's. Und es ist schon anders. Man sieht nicht unbedingt weit, aber man kann sich mit Sicherheit dran gewöhnen. Ja, ich glaube für mich, also was mich am meisten stört, ist wirklich, dass die Map so weitläufig ist und dass es auch wieder mehr an eine Strecke erinnert, als an eine Battle Arena. Ja, dann sollten wir vielleicht gleich was anderes nochmal wählen. Es steht jetzt 17-9. Ich denke, der Drops ist gelutscht. Es hat Polly abermals erwischt. 19-7. Das gleicht einer absoluten Demontage für Team Alex. Also Team Alex ist derjenige, der die anderen demontiert. In dem Fall Team Olli. Olli, du musst das gleich gerade rücken. Ich hoffe, das ist dir klar. Ja. Okay, das ist mal Worte. 3, 2, 1. Mit 21-8. Das ist ja peinlich. Ich schäme mich. Ah!
Aber immerhin, Jakob, hast du die Ehre der menschlichen Spieler aufrechterhalten, weil du immerhin auf Platz 1 in deinem Loser-Team warst, während bei euch Todette die meisten abgeräumt hat. Also ich finde das unfair, dass bei euch die CPUs so viele Punkte gemacht haben. Also wenn unsere CPUs besser gespielt hätten, dann hätten wir euch sowas von abgezogen. Also du bist ja, du hast 5 Ballons verloren, du hast 5 und 8. Also ihr habt ja beide ungefähr dem Gegner die Hälfte dieser Punkte dadurch vermacht, dass ihr getroffen wurdet. Nein, das stimmt so nicht. Das ist Fake News. Ich glaube, ich wurde sogar weniger getroffen, als dass ich in irgendwie reingefahren bin. Fake News. 8-3. Ja. Ja. Juhu, Alex. So oder so muss man sagen, Stichwort Fake News, ich kann nur einen absoluten Hochgeist unserer Zeit zitieren. Ich mein, sad. Wenn wir Münsteraner uns mit etwas gut auskennen, da sind es fehlgeleitete Schwäne. Guckt einfach mal in die Nachrichten, googelt mal Schwan und Münster, ja, dann versteht ihr, wie genial dieser Ammod ist. Alex, warum habe ich von Schwänen fabuliert, wo wir doch hier in einem Computer sitzen? Es geht um das Spiel The Unfinished Swan. Vielleicht nochmal zum Hintergrund. Wurde von Giant Sparrow entwickelt. Ganz große Berühmtheit haben sie erlangt. Sie haben ein neues Spiel entwickelt, What Remains of Edith Finch, haben dieses Jahr den BAFTA Award gewonnen für Best Game 2017. Der BAFTA Award, kurz zur Erklärung, ist der Award der britischen, weiß ich nicht, Spieleindustrie. Wer verleiht den? Wahrscheinlich ist das so eine Kommission in Großbritannien, die da sitzt und diese Awards auf jeden Fall dann aufstellt. Ist aber schon, bitte? Die Queen. Die Queen, ganz genau. Also die kam von der Royal Wedding und hat dann die BAFTA Awards 2018 direkt danach verliehen. Ja. Ist auch eigentlich nochmal ein bisschen wichtiger als die Hochzeit. Ja, das auf jeden Fall. Und das ist auch schon ein ganz dickes Ding. Und damit dann als so kleines Indie-Studio mal eben so Zelda Breath of the Wild, Odyssey, Horizon Zero Dawn und Assassin's Creed Origins hinter sich zu lassen als Nominierte und damit so einen Walking Simulator zu gewinnen. Sehr gut, und das ist das Spiel davor, der Finished Swan. Es geht um, es ist auch wieder ein Kunstspiel. Es ist quasi ein First-Person-Adventure, aber ein sehr besonderes. Also es geht quasi um Monroe, der seine Mutter verloren hat, die eine Künstlerin war, die extrem viele Gemälde gemacht hat, die aber alle unabgeschlossen sind. Und als Monroe sich dann eine Sache aussuchen sollte, hat er die Unfinished Swan, den unfertigen Schwan genommen, dessen Hals quasi fehlt. Wurde ausgesucht. So, eines Morgens wacht Monroe auf und merkt, okay, das Schwan im Gemälde ist weg. Der Schwan, scheiße. Wo war ich stehen geblieben jetzt? Jetzt bin ich komplett raus. Springen wir doch einfach mal ins Spiel rein. Der Schwan ist auf jeden Fall abhanden gekommen. Das hast du mir erzählt. Und ich würde jetzt gerne sehen, wo der Schwan sich aufhält. Was hat er gemacht? Wie kann Monroe, unser Hauptcharakter, diesen Schwan jetzt finden? Ja, das Gemälde ohne Schwan ist jetzt weiß. Und das ist ja schon Gameplay, was du da siehst. Mein Mind ist geblown. Ja, ich gehe auch schon rum. Ne? Man sieht noch keine Konturen. Aber was ich machen kann, ist, Monroe ist jetzt im Gemälde drin und kann selber zeichnen. Und zwar so. So, und jetzt haben wir schon ein Stück der Welt und jetzt haben wir auch schon Referenzpunkte der Welt. Ich erkenne da einen Hodensack. Was sieht man da? Ja, das ist die Frage. So. Das ist, jetzt können wir eben hier so. Was siehst du? Ich sehe auf jeden Fall, dass du jetzt, also du schleißt ja schwarze Farbe auf die Wand, aber wir sehen ja schon rechter Hand, dass sich da eine Tür verbirgt. Nicht mehr. Jetzt hast du sie verdeckt. Das heißt also, du kannst mit Hilfe, ein bisschen Splatoon-mäßig, kannst du hier durch die Welt laufen in 3D und kannst dadurch quasi auch diesen Raum etwas mappen, eine Orientierung verleihen, indem du die Farbe schleuderst. Ganz genau, das ist der erste Teil des Spiels. Es gibt noch mehr Teile quasi, also mehr Chapter, da wird immer was anderes zugepackt. Und hier sieht man da zum Beispiel auch eine Bank. Und im Hintergrund hört man jetzt auch ein paar Geräusche. Und gerade eigentlich nur das erklärt, wo wir eigentlich gerade sind. Besteht denn die Möglichkeit, wenn du jetzt sagst, es gibt eine Bank, es gibt eine Tür, auch zu interagieren mit diesen Gegenständen oder etwas anderes zu machen, außer Farbkleckser in die Welt zu spritzen? Ja, auf jeden Fall. Also du kannst auch nachher selbstverständlich Türen öffnen und so weiter und damit quasi die Welt erkunden. Aber an sich bist du quasi auf der Suche nach einem Schwan. Und hier sehen wir jetzt auch schon. Ich habe es, glaube ich, quaken gehört. Das heißt also, das Spiel ist auch so eine Art Plattformer oder ist das ein reines Puzzlespiel? Also kann man irgendwie was falsch machen sozusagen oder kann man abstürzen oder so? Nein, sonst hätte ich nicht ausgewählt. Man kann nicht abstürzen, man kann nicht sterben, man kann eigentlich nichts falsch machen. Man läuft rum und erkundet.
genau so ist es halt auch. Und hier sieht man zum Beispiel auch, okay, krass, Wasser, oh, ein Fisch. Und okay, wir befinden uns anscheinend in einem Fluss. Oder ein sieht für mich eher aus wie ein Teich. Erinnert mich an die Schlümpfe für den Gameboy. Könnte auch sein, ja. Genau. Oh, die haben auch mal einen BAFTA Award gewonnen. Schlümpfe? So? Habe ich mir gerade ausgedacht. Nein. Ich kann immer auf einen anderen Punkt spielen. Und zwar ist es halt nicht immer so, dass man quasi in dieser Welt ist, wo nichts ist, sondern mal auf eine ganz andere Seite geht. Zum Beispiel auf eine ganz dunkle Seite. Mhm. Weil die Geschichte geht natürlich weiter. Monroe findet irgendwann so ein großes Königreich mit einem König. Mhm. Und dann ist auch alles konturiert. Und dann ist es quasi so, dass es zum Beispiel sieht es dann so aus. Ja. Ne? Du hast immer noch die Möglichkeit hinzuschießen, aber die macht quasi was anderes. Mhm. Es gibt auch ein Level, wo du zum Beispiel so Ranken hast und du schießt Wasser statt Tinte und kannst dadurch die Ranken quasi weiterlaufen lassen. Hast du da aber gerade Schaden genommen? Oh wow, ich habe Schaden genommen. Alex, du hast uns belogen. Ich habe euch belogen. Aber das weiß ich ja gar nicht mehr. Oh ja, dann muss ich jetzt aber weiterspielen. Ja, mehr seht ihr dann. Nein, ich finde das Ganze ganz spannend. Also es ist auch ein bisschen Cell-Shading-Grafik. Mich hat das jetzt ein bisschen an Anti-Chamber erinnert. Das kennst du vielleicht auch. Okay, ich bin gerade gestorben. Ich bin ins Wasser gefallen mit Respawn. Das ist aber die Frage. Ist das jetzt wirklich ein gewaltvolles Spiel? Ich würde ganz klar sagen, nein. Aber das Ganze hat jetzt schon einen etwas gruseligen Antlitz. Ich meine diese roten Augen im dunklen Gebüsch. Mhm. Und dann siehst du nur so Kratze auf dem Bildschirm. Ja. Aber dadurch, dass es ja keine negativen Folgen gibt, du wirst respawned einen Meter neben dem Ort, wo du gerade warst, sehe ich das jetzt nicht ganz so dramatisch. Wie ist denn da deine Empfehlung? Also ist das ein Spiel so ähnlich wie Hohokam, wo du sagst, ist jetzt eher nur was für Leute, die wirklich, wirklich entspannt spielen wollen? Oder gibt es da auch ein bisschen mehr noch hinter der künstlerischen Fassade? Etwas mehr gibt es auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall deutlich zielgeführter als Hohokam. Nur ist es eigentlich auch wirklich was für Leute, die halt keine Action erwarten. Mhm. So, es ist wirklich ein ganz entspanntes Spiel, was auch viel mit Interpretation zu tun hat. Es gibt auch Sprachausgabe im Spiel, es wird auch eine Geschichte wirklich erzählt. Hier ist zum Beispiel auch jetzt ein Ort, wo man auch sich etwas austoben kann. Mhm. Mehr auf einer ganz großen Map, sage ich jetzt mal. Also ist also wirklich auch große Puzzle-Anteile, wenn ich mir das so angucke. Genau, ja, das gehört halt dazu. Und genau, das ist halt für Leute, die Puzzlespiele mögen. Hier ist auch der Schwan. Krass, also du siehst ihn auch zwischendurch immer wieder. Hast du das Spiel denn durchgespielt? Ja, ich habe es durchgespielt. Und es ist auch eine schöne Geschichte, die erzählt wird tatsächlich. Also lohnt sich auf jeden Fall. Das wäre auch meine Frage gewesen. Also aus der Prämisse, der Schwan ist verloren gegangen, wird wahrscheinlich dann auch eine persönliche Reise gemacht. Ich glaube, da kommt schon der Time-Wächter. Ich muss sagen, ich finde das echt interessant, aber was kommt jetzt eigentlich als nächstes? Das werden wir gleich sehen. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Abschluss, um das Ganze dann abzuholen. Danke, Olli, das hast du professionell geregelt. Olli hat mir gerade gesagt, dass wir eigentlich keine Zeit mehr haben. Also um zum Wort zu kommen, also sozusagen wird diese Geschichte weitererzählt, der Schwan ist weg, man begegnet ihm immer wieder, aber letzten Endes geht es darum, dass der junge Monroe sich vielleicht auch mit dem Tod seiner Mutter beschäftigt und auch mit dem, was vielleicht aus ihm selber wird oder welche Person er ist. Ganz genau, das möchte ich aber nicht vorwegenthalten. Ne? Vorwegnehmen, dankeschön. Okay. Oder, was das Wort mit enthalten? Vorenthalten. Aber das wäre in dem Fall ja falsch. Das wäre in dem Fall falsch. Ja, genau. Du möchtest es uns vorenthalten. Ich möchte es euch vorenthalten. Sehr gut. Im nächsten Take Deutsch mit Alex werden wir uns noch mit einem ganz anderen Spiel, also nicht ganz anders, also es geht schon in diese Richtung, aber mit einem Spiel, das noch einen höheren Bekanntheitsgrad hat, beschäftigen. Ansonsten noch zum Abschluss, auch dieses Spiel wieder nur für PlayStation-Konsolen verfügbar, das heißt auch hier wieder PS3, PS4 und PS Vita seit 2012 bzw. 2014 verfügbar. Also wer es holen möchte, muss leider, darf, wenn er eine PS4 zum Beispiel besitzt, gerne das Ganze auch digital erwerben, denke ich. Nur digital oder kann man es auch Retail kaufen? Wäre schön, aber leider nur digital. Also nur Einsen und Nullen zum Runterladen. Aber schöne Einsen und Nullen. Sehr schöne Einsen und Nullen. Und damit beenden wir dieses Take und machen jetzt gleich, Olli hat es da gefragt, jetzt muss ich mich mal durch meine Unterlagen wühlen, machen gleich weiter mit dem nächsten Talk. Wir sehen uns am Esstisch. Bis gleich. Hallo meine Damen und Herren, ich spüre gerade eine Kamera in meinem Ohr. Ich hoffe, dass die Ohrperspektive euch auch neue Perspektiven eröffnet hat. Viel wichtiger ist, dass unser Talk euch jetzt vielleicht nochmal ein paar neue Perspektiven eröffnet. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Ich stelle einfach mal erstmal die Frage in den Raum.
wo wir schon beim Thema Zensur sind und beim Thema Kontrolle, dass auch vielleicht Kinder und Jugendliche nicht an Medien gelangen, die für ihr Alter nicht empfehlenswert sind. Wie seht ihr das? Haltet ihr es denn generell für einen richtigen Schritt, so weit zu gehen, zu sagen, wir zensieren Spiele oder wir verbieten Spiele sogar und machen es dann sogar schwierig oder unmöglich für Erwachsene in Deutschland, sie zu erwerben, einfach nur um auch Kinder und Jugendliche und vielleicht auch Erwachsene zu schützen? Haltet ihr das für richtig? Oder ist das vielleicht einfach eine viel zu krasse Maßnahme, wo es doch einfach nur um Videospiele zum Beispiel geht? Also ich persönlich finde, dass wir sollten auch schon Altersgrenzen haben. Ich finde das eigentlich eine ganz gute Sache, dass wir dann auch so Altersbegrenzungen haben und sowas. Aber ich finde, dass man ab einem bestimmten Alter, sag jetzt 18 Jahren, finde ich schon, dass man auch, dass es nicht wirklich einen Index geben sollte, wo Spiele komplett verboten werden. Ich finde, wenn ich dann als Erwachsener die Entscheidung mache, ich möchte dieses Spiel jetzt spielen, dann sollte ich auch die Möglichkeit dazu haben, weil ich dann ja in einer Lage sein sollte, mich wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen und auch zu sagen, das Spiel stellt das jetzt in der und der Weise sehr brutal oder wie auch immer dar. Und das sollte man vielleicht jetzt nicht im echten Leben nachmachen. Mhm. So, und vor allem auch, was Zensur angeht, finde ich, ist das teilweise in Deutschland ein bisschen wirklich saukrass. Zum Beispiel mit Wolfenstein, wenn man das Beispiel jetzt hat, da werden ja dann die ganzen Hakenkreuze auch rauszensiert. Wo ich mir dann selber auch so denke, was hat das dann noch für einen Sinn? Also du weißt, dass da ein Hakenkreuz stehen soll, warum müssen wir das jetzt noch irgendwie so zensieren? Ja, es ist das dann nochmal wieder so sein eigenes Thema. Aber ich finde, so im generellen Zensur bin ich auch schon eher so mehr gegen und ich finde auch nicht, dass wir wirklich so einen Index haben sollten. Wie siehst du das, Polly? Also ich kann es irgendwie nachvollziehen, dass es eben halt nicht in Kinderhände gelangen soll und dass man deswegen Spiele zensiert, aber theoretischerweise irgendwie einen Weg findet man wahrscheinlich trotzdem immer. In den meisten Fällen. Aber das ist ja eigentlich auch die spannende Frage. Also gerade wenn es auch darum geht, um vielleicht auch freiwillige Selbstkontrollen oder Empfehlungen, die ausgesprochen werden, ob es jetzt PG ist, USK oder was auch immer. Welche Verantwortung sollte man den Eltern zusprechen? Welche Verantwortung vielleicht auch den Läden? Also du hast ja gesagt, es gibt natürlich Läden, da gehst du rein, du weißt ganz genau, es interessiert keinen Menschen, ob du 16, 17, 14, 13 bist. Und genauso kann man aber fragen, müsste es die Eltern nicht interessieren, was ihre Kinder da spielen? Ihr habt ja auch berichtet, eure Eltern, gut, bei dir war es so, die wollten es nicht und bei dir war es so, die haben gar keine Ahnung gehabt, was da irgendwie los ist? Nee, das hat, also sie wussten, dass ich eigentlich selber überhaupt gar kein Interesse wirklich daran hatte. Also jetzt an einem Videospiel mit Gewalt erstellen. Ja, theoretischerweise. Ja. Und also deswegen gab es da eigentlich überhaupt niemals, jemals die Frage, ob ich sowas überhaupt spielen will, beziehungsweise habe ich niemals nachgefragt. Und als ich dann 16 geworden bin, beziehungsweise 18, war es ja egal. Und wie war das bei dir? Also denkst du, dass ein System, in dem dann eben zum Beispiel Eltern so sehr für ihre Kinder mit verantwortlich sind, dass eben auch der Medienkonsum nachhaltig kontrolliert werden muss, dass das funktionieren kann? Ich würde mir da immer die Frage stellen, inwieweit ich das machen kann, wenn ich mein Kind nicht komplett abschotten will, vor allem vor Freunden, bei deren Eltern es vielleicht nicht so streng gehandhabt wird. Ich denke schon, dass es zu Hause so gehandhabt werden sollte, je nach Fasson der Eltern, wie sie dazu stehen. Ob das natürlich vom Gesetzgeber her geregelt werden sollte, was dann wirklich das Alter ist, an dem bestimmte Spiele gespielt werden sollen, das würde ich offen lassen. Aber ja, wie gesagt, also es ist... Man kann es nicht kontrollieren, egal ob es jetzt Videospiele sind oder andere Sachen, die verboten sind ab einem bestimmten Alter. Wenn das Kind aus dem Haus ist und es von zu Hause nicht den Background bekommen hat, dass es vielleicht nicht unbedingt gut ist, wenn man das Spiel in dem Alter spielt. Man sollte ja vielleicht einfach mal darüber sprechen. Jetzt nicht, komm, wir setzen uns an den Tisch, es wird ein ernstes Gespräch geführt, sondern das vielleicht irgendwie beiläufig so zu vermitteln. Dass man das Kind von sich aus schon sagt, nein, ich möchte das gar nicht. Aber ja, ich denke mal, das hat jeder ein bisschen in sich, da auch mal das Verbotene zu suchen. Und wie willst du dann Riegel vorschieben, ohne das Kind zu einzuengen in seinem Leben? Ja, also das ist ja auch, denke ich, glaube ich, das Wichtigste, dass man dazu in der Lage ist, mit seinem Kind einen Reflexionsprozess einfach zu führen. Ne? Also ich glaube, der Konsum selber ist gar nicht so schlimm, wenn man eine Situation schafft, in der man das Ganze einordnen kann und wo auch jemand dabei ist, der einem dabei helfen kann. Also es ist ja klar, wenn ein 9-jähriges Kind auszusehen mal nachts in einen Film seppt und dann läuft Freddy Krüger in den Albtraum irgendjemand hinterher, dass das einen dann erstmal vielleicht überfordert, ist ja
logische Konsequenz, aber wenn es jemanden gibt, der es vielleicht erklären kann oder auch ein bisschen mit begleiten kann, ist es ja meistens einfacher. Das ist ja auch generell so nochmal so ein anderes Thema, ne? Wenn man eben, wie du es auch gesagt hast, wer nicht spielt, wird ja auch mittlerweile vielleicht auch gar nicht mehr sozial integriert. Das ist ja mittlerweile fast schon andersrum. Die meisten Leute spielen, die größte Unterhaltungsindustrie der Welt. Und wer jetzt nicht spielt in seinem Alter oder nichts spielen darf, was alle anderen spielen, ist automatisch irgendwie auch mit ausgeschlossen. Das, ja, würde ich fast schon bezweifeln. Ich meine, ich habe jetzt ehrlich gesagt keine, in meinem Freundeskreis zumindest kenne ich wenige, die nicht spielen. Mhm. Wobei es dann meistens die männlichen Parts sind und die weiblichen, was jetzt Freundinnen von Freunden angeht, die haben damit nichts am Hut. Die sind natürlich, haben nichts dagegen, wenn ihr Freund spielt, aber die sind dann meistens irgendwelche Videos am Gucken. Es ging es natürlich auch eher um Kinder, ne? Also um Kinder und Jugendliche in Schulen, dass es da dann mittlerweile eben zur Normalität geworden ist. Ich kann mir vorstellen, wer ja heutzutage vielleicht kein Fortnite spielt mit 11 Jahren, ist ziemlich uncool auf dem Schulhof. Aber das weiß ich auch nicht genau. Ich glaube, wir sind da gerade in der Grenze drin, ne? Weil ja. Zum Beispiel, als ich noch in der Schule war, da ist es noch so gewesen, dass wir schon komisch beäugt worden sind. Also wir waren ein kleiner Kreis, der gespielt hat und die ganzen anderen haben nicht gespielt. Aber ein paar Jahre jüngere Leute, da war das schon fast so, dass wirklich fast der komplette Klassenverband zusammengespielt hat manchmal. Und das ist schon irgendwie eine seltsame Entwicklung in so kurzer Zeit. Wir haben ja gerade schon im Vorgespräch noch einen ganz anderen Punkt erörtert. Es wird ja häufig irgendwie argumentiert, die Kausalkette ist so, es gibt ein Spiel, da kann ich rumlaufen und Leute ermorden und deswegen macht mir das Spaß. Und deswegen mache ich das dann auch vielleicht auch im echten Leben. Was wir ja festgestellt haben, was ja auch ganz viele vielleicht bei sich selbst gemerkt haben, dass es ja auch so viele Spiele gibt und viele Spielprinzipien, in denen das eigentlich nicht vorgesehen ist. Die Leute es aber trotzdem machen. Ja? Also ein Paradebeispiel haben wir gerade besprochen, die Sims. Was für Folterkammern, Foltertechniken, absolute qualvolle Schicksale man den Sims auferlegt. Das Mikro ist schon an der richtigen Stelle. Wieso macht man das? Wobei, also warum macht einem das Spaß? Du als allererstes muss man anonyme anonym. Ja, Expertin, ja. Ja. Ja, als allererstes muss man festlegen, ich glaube, es gibt einen Sinn, warum man bei den Sims stirbt. Da es ja schließlich ein ganzes Leben simulieren soll und deswegen ist es logisch, dass man draufgehen kann. Aber wie es halt ausgenutzt wird. Ja, aber die Wege dahin, das ist ja das Entscheidende. Ja, genau, die Wege. Ich glaube, einerseits will man vielleicht austesten, was alles möglich ist in dem Spiel. Das ist ja nicht nur bei den Sims so, sondern auch in anderen Spielen, wenn man dann versucht, kreative Wege zu finden, um jemanden umzubringen. Einfach nur, um zu sehen, ob das Spiel das zulässt. Silence! So ungefähr. Oder zum Beispiel bei mir war das so, ich habe eben halt dann Menschen kategorisch ganz viele umgebracht, weil ich eben halt einen riesengroßen... No context, ja. Also ich... Interessantes Beispiel, erzählen mehr. Ja, es gibt, also seit dem ersten Sims-Spiel, wo man zum Beispiel auch Kleinkinder alleine auf Grundstücke lassen konnte, spiele ich übrigens Sims. Und seitdem ist es eigentlich immer so gewesen, wenn man so ein großes Anwesen gebaut hat, habe ich ihm halt mal einen kleinen Friedhof dazu gebaut und dazu brauchte man immer Grabsteine. Und die kriegt man in diesem Spiel eben halt nur, wenn man sie entweder ercheatet oder halt, als ich das eben noch nicht wusste, wenn man Menschen bzw. eben die Sims tötet. Also hat das für mich nicht gerade so den Sinn und Zweck dabei, ha, ich will unbedingt Menschen umbringen, sondern ich brauchte einfach nur die Grabsteine. Das kann, denke ich, jeder auch hier nachvollziehen. Aber es war trotzdem interessant zu sehen auf YouTube, die 100 Arten, einen Sim umzubringen. Oder, keine Ahnung, was war das denn? Bei irgendwelchen MMORPGs, da geht es ja auch. Es geht in verdammt vielen Spielen. Also du hast ja gerade noch mal ein anderes Beispiel genannt. Ja, ich kann mich noch lebhaft daran erinnern, dass wir bei Rollercoaster Tycoon immer kreative Wege gesucht haben, Achterbahnen zu bauen, um die Karts dann möglichst hochzuschießen. Und ich weiß nicht mehr genau, wie es funktioniert hat, aber ich weiß nicht, ob das wirklich beabsichtigt war. Aber eigentlich sollte man ja eine Achterbahn nicht starten können, wenn sie nicht vollständig ist. Aber es gab halt einen Weg, das sozusagen zu umgehen, das Spiel sozusagen auszutricksen, dass halt wirklich Leute reingegangen sind und man die dann halt sozusagen losgeschossen hat. In welcher Art und Weise auch immer. Abgesehen davon gab es dann halt auch noch so Ingame-Cheatcodes, wo man dann eine Person in Strandbuggy umwandeln konnte und dann auch einfach durch die Menschenmassen fahren. Das hat die dann zwar nur zur Seite gekickt und sind wieder aufgestanden und zum Fahrt zurückgegangen. Aber ist auch schon, da gab es dann auch noch andere Cheatcodes, die irgendwie explodiert sind, glaube ich, irgendwie sowas. Man hat immer so kreative Wege gesucht. Genau, aus irgendeinem Grund
macht das da irgendwie so einen besonderen Reiz aus? Also die Regeln, die das Spiel eigentlich auferlegt oder die Grenzen, die es da gibt, auszuloten, zu testen und zu schauen, was ist da eigentlich möglich? Und meistens geht man eben dann die ganz extremen Wege. Es gibt ja auch das umgekehrte Beispiel, wurde ja auch gerade nochmal gesagt, ganz viele Spieler, die sowas wie GTA versuchen, dann normal zu spielen. Das heißt also, ich bin ein ganz normaler Bürger in GTA, ich halte mich an die Verkehrsregeln, ich hole jetzt nicht meine Knarre raus und knall das schöne Sportauto, sondern ich bleibe in meinem kleinen Wagen sitzen und oh, die Ampel ist rot, ich bremse. Das sind ja so Dinge, das macht man. Also ich glaube, da hat sich jeder mal bei erwischt, ja, dass er dann so sitzt und das einfach so, so gemacht hat. Max, hast du denn auch mal so Erlebnisse gehabt und sei es vielleicht bei irgendeinem Rollenspiel oder sowas, dass du das Spiel sagt dir so, die Quest findet jetzt in dem Dorf statt und das Erste, was du machst, dich umzudrehen und in die andere Richtung zu laufen, einfach nur um zu sagen, nee, ich mache jetzt, was ich will. Das habe ich mit Sicherheit schon mal gemacht, aber jetzt, ich habe eben schon lange drüber nachgedacht und mir kam jetzt wirklich kein wirkliches Spiel, kam mir in den Kopf, wo ich das, was Gewalt angeht, gemacht habe. Aber was mir in den Kopf gekommen ist, ist die Frage, dass, ob es wirklich auch Situationen gab, in denen man sich schlecht gefühlt hat, weil man eben diese Sachen gemacht hat, die einem das Spiel aber auch vorgeschrieben hat. Wie zum Beispiel ein Spiel, dessen Film von Uwe Boll nachgespielt ist. Ich weiß nicht, ob wir es nennen sollten, dürfen. Ist das ein Spiel, was mit einer deutschen Versandfirma zu tun hat und hinten ist dann ein Mr. Bundy dran? Das kann ich dir nicht sagen. Auf jeden Fall gibt es in dem Spiel eine Firma, die mit Scheren um sich wirft und man kann Menschen, egal wer es ist, auf brutalste Weise verstümmeln und mit denen Sachen machen, die man im echten Leben, wo man die Augen sich verschließen würde. Die habe ich dann gemacht, diese Sachen. Und auch nur diese Sachen, habe das Spiel gerade gar nicht gespielt, sondern nur diese Sachen, oh, man kann das machen, man kann das machen, man kann das machen. Dann habe ich das gemacht. Und im Nachhinein würde ich sagen, warum habe ich das gemacht? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Und ob wirklich Spaß gemacht hat es mir, cool, ich habe es gemacht. Also es funktioniert, es geht, die Augen gingen auf, wie sonst was, wie bei einem harten, brutalen Splatter-Film wahrscheinlich. Es ist wahrscheinlich das Ähnliche, was da irgendwie im Gehirn funkt, ich weiß es nicht. Aber ja, so eine Situation war schon mal da. Und wie gesagt, in der Retrospektive würde ich, ja, ich würde sagen, ich würde es nicht nochmal machen. Aber unbedingt so ein Spiel nochmal anpacken, nur weil ich weiß, dass es brutal ist, da würde ich jetzt schon zweimal drüber nachdenken. Was ja auch ein bisschen dieses Argument entkräftet, was ja auch häufig gesagt wird, dass Spiele dazu beitragen, jemanden zu desensibilisieren. Aber ich gehe auch immer davon aus, dass jemand, der in einem normalen Umfeld groß geworden ist und vielleicht auch Reflexionsprozesse angelernt hat, dass der dazu in der Lage ist, von sowas dann wie in deinem Beispiel eher abgeschreckt zu sein und nicht zu denken, boah, jetzt habe ich das mal gemacht, dann mache ich das doch nochmal. Ne? Also, es gibt ja auch, das Beispiel haben wir auch schon mal bei Remastered auf YouTube gespielt vor euch, könnt ihr vielleicht nochmal nachgucken, Spec Ops The Line, also ein von deutschen Entwicklern ein Kriegsspiel, ein modernes Kriegsspiel, in dem es auch darum geht zu zeigen, man spielt dieses Spiel und fühlt sich einfach richtig schlecht. Das macht keinen Spaß in dem Sinne, sondern man spielt dieses Spiel durch 5-6 Stunden und am Ende steht man da und denkt sich so, was für eine abgefuckte Scheiße war das gerade? Und das ist wirklich eine ganz positive Auseinandersetzung mit einem Spiel, das aber auch eine unglaublich gewaltvolle Darstellung hat, was trotzdem, glaube ich, ab 16 freigegeben wurde, weil eben dann auch die Prüfer festgestellt haben, das Ganze hat hat eine Funktion. Ne? Also die Gewalt kann auch eine Funktion erfüllen und wenn es nur darum geht, den Leuten bewusst zu machen, was das eigentlich da gerade ist, was mit einem passiert. Nun gut, ich würde sagen, dass wir uns dann doch so langsam zum Abschluss bewegen. Was mir gerade noch eingefallen ist in der Diskussion, vielleicht auch nochmal als Empfehlung an die Zusehenden und Zuseher, nein, Zusehendierenden, The Stanley Parable. Das ist auch so ein Spiel, das ein bisschen so diese Natur des Spiels aufgreift und wo es auch um diese Frage geht, an welche Regeln halte ich mich, die das Spiel vorgeht, welche nicht und wo auch dieser menschliche Komplex, jemand gibt mir was vor, ich mir erstmal das Gegenteil machen, wo man das eben so ein bisschen aufgreifen kann. Vielen Dank an euch alle und wir sehen uns jetzt gleich erst auf der Couch wieder. Jetzt setze ich mich erst nochmal mit dem Alex auf den kleinen Holzstuhl und dann schauen wir uns noch ein weiteres Spiel an. Bis dahin. Alles Gute, wir sehen uns in 3 Sekunden. Psst. Hier ist die Polizei. Wir sind auf der Suche nach einem Zeugen. Wow! Wahnsinn! Welches Spiel, Alex? Und für die Zuschauer da draußen, welches Spiel zeigst du uns jetzt? Ich glaube, du musst ein bisschen nach vorne, damit mein Schatten dich nicht berührt. Ach, Fernsehen. Das Spiel heißt The Witness. Ist von dem Macher Jonathan Blow, der auch in Indie Game The Movie vertreten ist mit Braid.
auch einem sehr, sehr künstlerisch angehauchten Spiel. Kurzer Einwand, also Indie Game The Movie, kauft es euch auf Steam, kann man witziger, gibt es auch Achievements, also ja, ist ja ein Film mit Achievements, ich habe sie alle geholt, es lohnt sich und man muss den Film ganz gucken und das ist ein ultra guter Film, wenn man ein bisschen in diese Sphäre der Indie-Game-Entwicklung einsteigen möchte und Jonathan Blow ist eben einer der Hauptcharaktere und mit The Witness hat er eben dann ein ganz neues Spiel geschaffen. Worum geht's denn da? Genau, er hat nicht nur ein Spiel erschaffen, sondern quasi das Spiel ist für jemanden, der auch Sudoku mögen. Ich mag Sudoku jetzt selber nicht sehr gerne, aber er hat quasi eine ganz, ganz neue Puzzle-Art entwickelt. Und zwar eine. Sorry, Fachausdruck Sudoku? Handelt es sich da um einen rituellen Selbstmord aus Ostasien oder was ist das? Genau das, ja. Ach, oh, jetzt gerade noch ein kurzer Einwand. Was soll dieses T-Shirt eigentlich? Was heißt, warum Nierenstein? Ich möchte auf die Problematik der Nierensteine aufmerksam machen. Ach, okay, das habe ich gedacht. Das hat mein Kollege auch gedacht. Geburtsähnliche Schmerzen lösen Nierensteine aus. Damit ist nicht zu spaßen. Zurück zum Spiel, würde ich sagen. Genau, also die Puzzle-Art. Ich gehe mal direkt ins Spiel. Was ganz Besonderes ist, Sudoku kennt wahrscheinlich jeder. Es ist nicht Seppuku, was du meinst. Ich Dummi. Genau, aber es ist eine komplett große Open World. Mhm. Und wie wir hier sehen im ersten Punkt, da oben befindet sich ein Berg. Und es ist quasi, das Spiel ist in einen Abschnitt unterteilt. Und es ist, man muss quasi alle Strahlen in diesen Berg reinpacken. Ich habe es schon fast durchgespielt. Deswegen führen alle Strahlen schon dahin. Und das ist quasi Ziel des Spiels. Das heißt also, du läufst auf dieser Insel herum. Da gibt es ja über 650 Puzzle, die man theoretisch lösen könnte. Ja. Und jedes Mal, wenn du ein Puzzle abschließt oder ein Gebiet mit Puzzlen abschließt, erscheint ein neuer Strahl, der sich an diese Bergspitze richtet. Und du musst so viele Strahlen aktivieren, bis du dann das Spiel durch hast. Genau, simpel gesagt ist es so. Mhm. Es steigert sich extrem. Und zwar, es fängt quasi damit an, dass man so diese einfachen Rätsel macht. Das ist zum Beispiel ein Rätsel von The Witness. Man hat einen Startpunkt und man hat einen bestimmten Block quasi und man muss jetzt quasi sagen, okay, hier ist schwarz, hier ist weiß und das Spiel sagt einem nicht mehr, nur dass man dann irgendwie weiß, okay, das ist anscheinend richtig, man hat schwarz und weiß geteilt und dann kommt das nächste Rätsel und das nächste und das nächste und das nächste und das nächste, bis es dann irgendwann so ist und dann muss man quasi jetzt schon von hier den Weg quasi selber rausfinden. Also es sind dann diese Maze-Puzzles, diese Labyrinth-Rätsel, die finden sich also im ganzen Spiel immer wieder und haben aber jedes Mal ein paar andere Regeln, die man sich dann selbst erschließen muss. Genau, und die mixen sich dann, zum Beispiel das hier ist das andere. Hier ist es zum Beispiel, man muss zum Endpunkt kommen, aber dabei die Punkte sehen. Und das kann sich vermixen, verbinden, wie auch immer. Und das wird ja quasi immer schwieriger. Und so fängt es an mit diesen Blocks. Was mir dabei ja auffällt, ist, das Besondere daran ist ja, die Regeln werden also nicht erklärt, sondern wie ein Kind muss man sie sich quasi von selbst erschließen, also nonverbale Kommunikation mit dem Spieler. Es gibt keinen Sprechertext oder Einblendungen, die dir erklären, so läuft das jetzt, sondern du musst es wirklich spielerisch selber lösen. Quasi ja, und alles ist quasi in diesem Stil verpackt. Mhm. Auch jedes Mechanismus, und das hier zum Beispiel auch, wenn man es jetzt zum Beispiel sieht, sowas kann auch passieren, mhm. Ne? Oder zum Beispiel, das ist Fast Travel. Fast Travel, also Schnellreise innerhalb des großen Open World. Man kann ein Boot rufen, indem man das hier macht. Ist jetzt schon gerufen. Das hier ist die Karte, mit der man sich dann fortbewegen kann. Wir befinden uns gerade hier. Jetzt können wir sagen, ich möchte von hier nach, meinetwegen hier. Mhm. Und hier sieht man zum Beispiel auch die Punkte. Hier haben wir das Schwarz-Weiß unten links, das kann man jetzt nicht sehen. Mhm. Hier haben wir die Symmetrie. Hier haben wir das mit den Punkten. Und da gibt es zum Beispiel auch die Dreiecke, die Sterne. Ganz viele verschiedene Puzzlearten. Das heißt also für jemanden wie mich, oder vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass Jakob das vielleicht auch damals gespielt hat, das erinnert mich doch dann sehr an sowas wie Myst. Quasi, ja. Es ist aber, ich finde es auf jeden Fall schöner, deutlich, deutlich schöner gemacht. Ja, keine vorgerenderten Hintergründe, sondern eine wirklich freie Welt, in der man sich bewegen kann. Das ist ja schon mal ein riesiger Unterschied. Genau, richtig. Und was das ganz Besonderes ist, das mit den Panels ist ja eigentlich wirklich nur der Anfang. Was das Spiel ganz Besonderes macht, ist das, was man eigentlich gar nicht sieht erstmal. Und zwar, dazu gehe ich mal ganz da hinten hin. Soll ich da hinten hingehen? Nein. Ich mache das mal woanders. Und zwar, die Bäume, die sind super schön. Und zwar, genau, mit den Bäumen. Stimmt. Ach, das, richtig. Genau. Beispielsweise hier, das da ist ein Rätsel. Und hier sieht man einen Baum. Und da ist ein Apfel. Ah ja, okay. Und das Spiel sagt dann quasi, du musst den Weg zum Apfel suchen. Und zwar ist der hier. Und das wäre dann die Lösung des Rätsels. Sowas zum Beispiel. Aber, was ich noch krasser finde, ist, dass wenn du einmal
tatsächlich, wenn ich dieses Spiel gespielt habe, und ich habe das 3 Stunden lang am Stück gespielt, ich sehe über nur noch diese Panels. Ich habe wirklich, beim Kochen habe ich diese Panels in der Bratpfanne gesehen, in der Formation der Gemüsesorten. Tatsächlich, du siehst nur, das macht einen verrückt. Und dann gehst du wieder ins Spiel und siehst, jetzt sind wir wieder ganz am Anfang, da wo wir am Anfang waren, siehst dann hier ein Rätsel. Wow. Und dieses Spiel ist 400 Rätsel, über 400 Rätsel sind quasi auch in dieser Welt verteilt. Und ich kann dieses Rätsel nicht lösen. Ich muss quasi dieses Rätsel innerhalb, wenn ich mit dem Boot darüber fahre, muss ich quasi im Boot da anfangen, das dann bis dahin lösen und dann öffnet sich wieder ein neues Tor, wo dann neue Rätsel drin sind. Das heißt, die Rätsel sind nicht nur ganz offensichtlich in diesen Flächen verteilt, sondern auch in der Umgebung selber zugänglich und das macht so ein bisschen einen Reiz aus, also dass man sich wirklich an Visual Cues überall orientieren muss. Ganz genau, das ist überall und irgendwann geht man durch die Welt und muss sich diese Rätsel einfach nicht nur in Panels lesen, sondern überall. Es könnte überall auf dem Boden versteckt sein, die Punkte, und damit quasi kann man dann das Spiel lösen, in der Gesamtheit. Wir stellen also fest, hier gibt es keine Gewalt, im Gegensatz zum, wir haben das Take davor vergessen. Für wen würdest du diese Spiele dann wieder empfehlen? Also ist das quasi für jeden geöffnet? Also können das zum Beispiel auch ältere Menschen problemlos spielen? Wie schätzt du das ein? Ältere Menschen auf jeden Fall. Leute, die sehr gerne ganz klassische Puzzle spielen. Also wie gesagt, Sudoku ist ein gutes Beispiel. Kreuzworträtsel, aber eigentlich ist es noch was viel, viel Tieferes. Es ist ja nicht. Kreuzworträtsel sind ja auch Wissensspiele, ne? Das ist noch was anderes. Genau, aber ich finde, man muss es einmal ausprobieren. Es wirkt erstmal relativ langweilig, aber wenn man einmal in dieser Welt drin ist und wenn man sich einmal. Das Spiel ist sehr, sehr freundlich in Sachen von. Man wird gut reingetragen, das Spiel. Und es wird ganz, ganz langsam erst so richtig komplex. Und das ist richtig schön. Und wenn es irgendwo mal im Steam Sale ist oder so, würde ich es einfach mal ausprobieren. Hier zum Beispiel auch noch ein Beispiel. Das. Und hier befinden sich dann auch noch die Punkte, die man auch sehen muss. Und das ist quasi auch noch so eine Sache. Und das sieht man erst, wenn quasi sich die Sonne in dem oberen großen Teil spiegelt. Sowas zum Beispiel alles. Und jetzt kommt Olli wieder und wir müssen Mario Kart spielen, richtig? Kann man das auch im Versus spielen? Nein, leider nicht. Weißt du, was wir im Versus spielen können? Mario Kart. Gute Idee. Wir kommen gleich dazu. Vielleicht dann nochmal kurz zum ganz großen Abschluss. Also mich erinnert das jetzt tatsächlich auch sehr an The Talos Principle. Ich kann mir vorstellen, wenn Jonathan Blow das gemacht hat, dass es da vielleicht auch eine Art Story gibt, einen Ansatz, der einen philosophieren lässt oder einen dazu verleitet, über mehr nachzudenken, als das bloße Spiel auf den ersten Blick hergibt. Ist das so? Nein? Okay, kann ja, also es war jetzt mein Eindruck. Ich habe bei Talos Principle ist es relativ offensichtlich, weil es auch Text gibt. Ja. Hier gibt es keine Art von Text. Bei Braid ja auch, in meinen Augen. Genau, bei Braid auch, aber hier gibt es keine Art von Text. Okay. Ich glaube nicht, dass es so krass ist wie bei Talos Principle. Aber ich denke, man kann sich da schon was interpretieren lassen, aber es ist nicht offensichtlich. Okay, dann nochmal zum Abschluss. Also alle, die ein großes Interesse jetzt an The Witness hegen und es noch nicht gespielt haben, holt das gerne nach. Verfügbar für PS4 und natürlich auch auf Windows-Systemen, unter anderem Steam. Auch auf Xbox One sehe ich gerade, ist es mittlerweile raus. Auf Nvidia Shield, macOS und iOS. Macht daraus, was auch immer ihr wollt. Legt es euch zu, wenn ihr Bock habt. Und vielen Dank an Alex für ein weiteres Review. Und jetzt gleich darfst du dich im Mario Kart dann nochmal mit Olli messen. Wir sehen also gleich das große Finale dieser Home Session. Bleibt dran, sonst gibt's Ärger. Hallo meine Lieben, während Alex und Olli sich neben mir auf das große Finale einstellen, haben wir für euch noch ein kleines Schmankerl vorbereitet. Ein Interview mit Arne Geritz, seines Zeichens Diplompädagoge, und was der zum Thema Gaming und Pädagogik zu sagen hat. Boah, schwierige Worte, das seht ihr jetzt. Arne, schön, dass wir hier zu Gast sein dürfen bei dir in der Stadtbücherei. Danke, dass du die Zeit nimmst. Und zum Auftakt würde ich vielleicht von dir erstmal wissen, was sind deine Aufgaben hier als Pädagoge, als Mitarbeiter in der Stadtbücherei der Stadt Münster? Zu meiner Person kurz, mein Name ist Arne, ich bin 35 Jahre alt und hier in der Stadtbücherei für den Bereich Juwel, das steht für Junge Welt, bin ich als Medienpädagoge angestellt. Und meine Aufgabe ist es, hier diesen neuen Jugendbereich praktisch mit zu betreuen in puncto Veranstaltungsarbeit. Da liegt ein großer Schwerpunkt drauf, dass ich mir Veranstaltungen überlege mit dem Schwerpunkt Gaming und aktive Medienarbeit.
um vielleicht dann auf die konkrete Arbeit, in die konkrete Arbeit einzusteigen, du selber sagst ja, du bist als Medienpädagoge hier angestellt. Inwiefern nutzt du denn jetzt Gaming oder das Zocken oder auch Spiele, wie auch immer, als pädagogisches Hilfsmittel oder als Methode? Wie kann ich mir das denn vorstellen in der Arbeit? Also Gaming polarisiert ja in unserer Gesellschaft sehr stark und wir müssen immer natürlich gucken, dass wir den Fokus nicht verlieren und sehen, welche tolle Lernfelder Gaming eigentlich anbietet in der klassischen Kinder- und Jugendarbeit. Ne? Wenn wir zum Beispiel ein FIFA-Turnier machen, als Beispiel ist es dann so, dass wir erstmal das Turnier ausschreiben, Leute können sich da anmelden und diese Leute kommen von überall her. Ja? Wir haben Menschen mit formal niedrigerem Bildungshintergrund bei FIFA-Turnieren, mit höherem Bildungshintergrund, mit Migrationshintergrund, ohne. Und die treffen dann hier aufeinander zum ersten Mal. Das heißt, da findet schon mal über so ein Turnier eine Begegnung statt von Personen, die sich sonst nicht begegnen würden. Ja? Das ist erstmal toll, da findet ein Austausch statt. Dann geben wir den Modus rein, wir spielen 2 gegen 2. Das bedeutet, man muss sich mit seinem Mitspieler arrangieren können. Man muss lernen, im Team zu funktionieren. Fair Play steht ganz groß über allem. Das bedeutet, wir müssen auch lernen, Respekt zu zeigen. Ja? Und ganz wichtig ist auch, dass wir gemeinsam Regeln erarbeiten. Ich gebe keine Regeln vor, sondern das findet im pädagogischen Setting statt. Bedeutet, welche Regeln sind euch denn wichtig? Und sich dann damit mit den Jugendlichen auseinanderzusetzen. Ich bin dann bei diesen Turnieren immer dabei, komme in Gespräche, leiste ich eine Beziehungsarbeit. Die wissen, dass sie hier eine Person haben, zu der sie kommen können mit Problemen und Sorgen. Und bin praktisch auch ein bisschen in so einer Anwaltfunktion und vertrete diese Jugendlichen mit ihrem Interesse. Unsere Generation, jetzt so die Anfang 30-Jährigen, das sind jetzt sozusagen die neue Elterngeneration. Als unsere Eltern mit uns als kleine Kinder hatten, war es natürlich so, dass Gaming noch was Neues war. Und dass da natürlich auch es schwierig war, für die einzuschätzen, was macht das Kind da gerade. Ich habe mir immer gedacht, okay, wenn irgendwann diese Zockergeneration dann die eigenen Kinder bekommt, wird das ganz anders sein. Dann werden die sagen, ja, alles cool, zock ruhig, wie du willst und so. Wie ist da dein Eindruck? Du hast ja auch viel mit Eltern zu tun, denke ich. Hat sich das gewandelt oder ist es eigentlich genauso wie früher, dass einigen Eltern das ganz egal ist und andere sind überkritisch und andere haben einen ganz entspannten Zugang? Wie ist da dein Eindruck? Also ich habe nicht explizit sehr viel mit Eltern zu tun. Ich habe jetzt vor, an 3 Terminen eine Gaming-Sprechstunde hier anzubieten in der Bücherei, wo Eltern mit ihren oder mit ihrer Unwissenheit zu mir kommen können, sodass ich sie darüber aufkläre. Das ist aber keine Clearingstelle, dass ich sage, okay, ich kümmere mich jetzt um einen Einzelfall eines vermeintlich spielsüchtigen Kindes, sondern ich möchte Eltern aufklären. Das ist meine Elternarbeit, also die bereits ansteht. Eine Beratungsfunktion. Eine Beratung und einfach eine Transparenz zu schaffen, was ist das eigentlich, was das Kind dort tut. Weil ich habe große Probleme damit, wenn Eltern sagen, ich verbiete, dass mein Kind Computer- und Videospiele spielt, wenn ich da gar keine Ahnung von habe. Man kann ganz schwer etwas verbieten, von dem man keine Ahnung hat. Und diese abstrakten Ängste, die Eltern haben, weil sie nicht wissen, was ihr Kind da tut, die versuche ich darüber ein bisschen aufzuklären. Klar, Spiele heutzutage ist was anderes, als es dann vor 20, 25, 30 Jahren der Fall war. Was ja vor 10, 15 Jahren vor allem ja immer groß in der Kritik stand, war ja dann die Darstellung von Gewalt und dann automatisch diese Kausalkette, die da aufgebaut wurde, wenn jemand etwas spielt, was gewaltvoll ist, dann erhöht das auch so automatisch die Gewaltbereitschaft in dieser Person. Ist ja auch vielfach widerlegt worden, dieser Zusammenhang ist ja nicht unbedingt vorhanden. Wie schätzt du das ein? Also wenn du jetzt auch mit Eltern darüber sprichst oder sprechen wirst oder auch mit Jugendlichen sprichst, was sind da so die größten Gefahren oder Risiken, die du heutzutage beim Gaming siehst? Also zum ersten Bereich, ich sehe, wenn wir bei dem Beispiel Killerspiele zum Beispiel bleiben, den Begriff finde ich irgendwie auch nicht ganz, ganz treffend. Ja, der wird immer so ein bisschen dann als wie die Sau durchs Dorf getrieben, wenn irgendwie was passiert, das heißt wieder, das Killerspiel ist an einem schuld. Und da sehe ich natürlich den Inhalt kritisch, aber ich sehe immer noch das Spiel da dran. Ja? Und den Inhalt, den nehme ich nicht so in den Fokus, was die Gefahr angeht, weil du hast es gerade gesagt, es gibt ganz viele Studien, die genau das untersuchen. Hat der Konsum gewalthaltiger Computerspiele Einfluss auf aggressives Verhalten bei Kindern und Jugendlichen? Und da gibt es Studien, die sagen das eine und es gibt Studien, die sagen das andere. Und die sind nicht ganz eindeutig klar in dem Ergebnis. Und deshalb gibt es derzeit keinen richtigen Beweis, dass es da so einen Kausalzusammenhang gibt. Ja? Und das ist ganz wichtig nochmal zu betonen. Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Und deshalb ist das nicht so die Hauptgefahr, die ich darin sehe. Die Hauptgefahr sehe ich eher darin,
in der Spielmechanik und praktisch, wie es konzipiert ist, dass Menschen oder Kinder und Jugendliche dazu angehalten werden, sehr, sehr viel Zeit mit diesem Medium zu verbringen. Ich kritisiere Spiele in der Art, dass manche Spiele kein Ende haben, kein klar definiertes Ende, dass es immer weitergeht und dass man praktisch dieses Weitergehen auch beschleunigen kann mit Mikrotransaktionen. Bedeutet, das Modell Free-to-Play ist ein Spiel, was auf den Markt kommt, was per se erstmal kostenlos ist und dann gibt es die Möglichkeit, um weiterzukommen als andere, im Sinne von Pay-to-Win, sich Items zu kaufen oder Boxen, die den Spielfortschritt extrem beschleunigen, wo man sonst sehr, sehr viel Zeit investieren müsste. Und so investiert man einfach Geld statt Zeit, um weiterzukommen. Und da sehe ich auf jeden Fall auch den Jugendschutz in der Verantwortung, weil nämlich da gar nicht drauf geachtet wird in der Spielbewertung. Wenn die USK eine Spielbewertung vornimmt, wird das ein bisschen ausgeklammert, was ich grob fahrlässig finde. Da wird eher drauf geguckt, gibt es dort Gewalt oder pornografische Darstellungen. Dann geht sofort die USK los und sagt, okay, das hat eine USK 16 oder gar keine Jugendfreigabe. Aber auf diese anderen Geschichten wird weniger Wert gelegt. Dann danke ich dir jetzt für das Gespräch und wünsche dir noch ganz viel Spaß und Erfolg bei deiner Arbeit hier in der Stadtbücherei in Münster. So, jetzt sind wir zurück und wir sitzen auf dem Sofa. Wir, das sind Alex und Olli und meine Wenigkeit. Und was wir jetzt machen, ist Mario Kart spielen. Zur Erinnerung, Team Alex führt mit 1-0. Das heißt, wenn Alex jetzt diesen Battle Mode gewinnt, was passieren wird? Was denke ich auch passieren wird, tut mir leid, Olli, du bist diesmal nicht Favorit, dann hat Alex gewonnen und insgesamt steht es dann 1-1 zwischen euch und wir können dann in der nächsten Ausgabe den Ulti... Achso, ja, Alex liegt ja, egal. Nochmal zur Erinnerung, falls Olli jetzt gewinnt, müssen wir doch trotzdem noch einen Sieger bestimmen. In dem Fall spielen wir nochmal Russisch Roulette. Ich hoffe also, Alex, dass du es wirklich schaffst, weil sonst landen wir auf jeden Fall in der Ab-18-Ecke bei Innervision und da sehen uns noch weniger Leute als sowieso schon. Wird schon nicht passieren. Ja. Gut, dann legen wir jetzt los. Ich würde sagen, fangt einfach an. Die alte SNES-Strecke. Das ist geil. Zur Erinnerung, beide betteln sich. Olli ist in Team Rot mit Blau. Toadette, Team Blau. Oh Gott, wieso? Oh. Ja, vorhin war es andersrum, aber ist egal. Also Alex ist Team Rot mit Toadette und Olli ist Waschbär-Mario mit den blauen Ballons. Man sieht jetzt auch ein bisschen mehr, dadurch, dass der Splitscreen nur zwei Spieler beinhaltet, noch mehr sinnentleerte Aussagen folgen in Kürze. Noch 4 Minuten 40. Habt ihr denn beide die Royal Wedding verfolgt? Habt ihr gesehen, wie Prinz Harry seiner Meghan das Ja-Wort gab? Ich habe nur den Priester gesehen, der war sehr witzig. Der US-amerikanische Priester. Ja, genau, der war super. Mit der Power of Love-Rede. Power of Love! Love, 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 love! Olli, wie sieht's bei dir aus? Hast du auch Lust gehabt auf royale Hochzeit? Nee, das wäre ein Fail für den Lokalsport. 2 Meter von mir. Wer mehr darüber wissen müsste, oh, Alex wurde gerade getroffen. So gut, Junge! Olli siegt gerade, was ist denn los? Wer darüber wissen möchte, über diesen Shitstorm, der sich in der Münsteraner Lokalsportszene ereignet hat, besucht bitte die Instagram-Seite von Münstersport unter münster.sport. Folgen, teilen und liken. Like, comment and subscribe. Und natürlich unser Merchandise kaufen. Natürlich, bitte unser Merch kaufen. Royale Hochzeit. Ich weiß gar nicht, ob die LFM diesmal wieder so eine Party gemacht hat. Die haben ja vor ein paar Jahren mal zur königlichen Hochzeit eingeladen und dafür ein paar Gelder verausgabt. Aber das halte ich auch für angemessen. Ich meine, so eine royale Hochzeit passiert mal alle Jubeljahre und da kann man auch mal auf großen Bildschirmen sich das Ganze gemeinsam mit ein paar geladenen Gästen angucken. Ja, den Bürgermedienpreis gibt es ja auch nicht mehr jetzt, ne? Nee, eigentlich schade. Ich bin mir sicher, dass diese Sendung gute Chancen gehabt hätte, aber jetzt ist der Mai fast vorbei und es gibt keinen Bürgermedienpreis. Sang- und klanglos abserviert. Fast wie die Bürgermedien selber, oder? Ha! mehr davon in der nächsten Folge Comedy-Büro. Ich muss mich jetzt hier ein bisschen konzentrieren, wir sind jetzt wieder. Es sind erst 2 Minuten vergangen, das dauert ja ewig. Also wir haben jetzt noch 3 Minuten Spielzeit und es steht 11-10 für Alex. Jetzt steht es 11-10 für Olli. Olli hat 3 und du hast 2. Also Olli ist sogar noch besser als Alex gestellt. Ja, wird schon. Wir können kein russisch Roulette bei Innervision spielen. Ja. Wir müssen immer durch. Kriegen wir wenigstens ordentliches Feedback.
beim Russisch Roulette hättet ihr die Waffe auch laden müssen. Naja, hoffentlich QMFB Plus. Holy shit. Das sagt man nicht, ne? Heilige Scheiße. Deutsch mit Alex. Ja, wir haben jetzt die Halbzeit überschritten. 11:11 steht's jetzt. Und Olli hat hier gerade richtig, richtig ausgerastet. Also 4:4. Also beide machen ihren Job ganz gut. Jetzt ist Olli wieder einen Punkt vorne. Aber die Gesamtzahl hat sich trotzdem zugunsten von Alex verschoben. Beide haben nur einen Ballon. Das heißt jetzt, sobald beide jetzt den Ballon verlieren, wird sich die Gesamtpunktzahl wieder senken. Ich glaube, das wird eine ganz knappe Sache. Und das ist das Geile im Battle Mode. Natürlich ist Alex der bessere Fahrer, weil er das Spiel einfach hat und lange Zeit gespielt hat. Aber im Battle Mode zählt das alles nichts mehr. Da sind alle gleich. Ich bin tot. Alex ist gestorben, dadurch steht es jetzt 11:10 für Olli. Aber Olli hat auch nur noch einen Ballon. Der wird sich nicht so lange halten können mit dem Ballon. Olli hat gerade auch einen Pilz. Ein Item, das gerade im Battle-Modus auf sehr viel Liebe stößt. Nein. Danke. 13:9. Oh, jetzt sieht es ganz bitter aus. Jetzt hat Alex das Ding irgendwie im Sack. Was ist denn hier mit den... Also das finde ich auch schon wieder unfair von den Bots hier. Yes. Die Bots versagen gerade ein bisschen, muss man sagen. Und vielleicht erlösen sie uns auch einfach nur von einem Fernsehskandal, den das Land, von dem sich das Land NRW nur schwerer erholen könnte. Worum geht's? Fernsehskandal? Erzähl mal, Fernsehskandal? Ich glaube, wir hätten einen Fernsehskandal produziert, wenn du jetzt hier auf Unentschieden gegangen wärst und ihr euch eine Waffe an den Kopf gehalten hättet. Ich dachte, die Sache mit Olli, mit dem Lokalsport. Wir haben uns schon mal eine Waffe an den Kopf gehalten. Das war bei einer Promenade-Folge. Müsst ihr mal gucken. Ich glaube, Promenade März 2011 oder so. Da haben wir, da haben sich mal die Promenade-Moderatoren, der alte Promenade-Alex, hat sich da eine Knarre an den Kopf gehalten. Du bist in Promenade sogar mal gestorben, also Gurin Nosaki, ein fies Chef. Das stimmt. Wir sind ziemlich edgy. 21! Können wir das bitte wiederholen? Das ist unfair. Das ist fake Video. Leute, wir müssen aufpassen. Nicht, dass das Video bei Pornhub landet. Wow! Ich würde sagen, dieses 20:6 wird mindestens genauso einen Social Impact haben wie das 7:1 in Brasilien, richtig? War das nicht 7:2? Nein. Alex. Das ist schlecht. Naja, es steht mittlerweile 17:8, 18:8. Noch 8 Sekunden, 7 Sekunden. Alex ist zwar gerade nochmal verstorben, aber... Ja, aber ich habe jetzt auch nur 3 Ballons jetzt, ne? Also 3 Punkte. Aber das war's. Aber es zählt für mein Team, richtig? Ja. Ja. Was soll ich dazu sagen? Das ist sowas von unfair. Das stimmt. Aber wir müssen dazu sagen, dadurch, dass ihr die Teams gewechselt hat, können wir ausschließen, dass eine Farbe favorisiert war. Letzten Endes... es ist keine Zeit für Sudoku, Nephew. So, das war's. Wir sehen uns in der nächsten Folge Home Session mit Remastered wieder. Umgekehrt, egal. An dieser Stelle möchten wir aber nochmal ein tatsächlich ernsthaftes Ende machen. Ja. Gestern, nein, wirklich ganz seriös, gestern Nacht ist Total Biscuit verstorben, einer der besten, kompetentesten, seriösesten Videospieljournalisten überhaupt. Das tut uns sehr leid und wenn ihr ihn nicht kennt, dann nutzt die Chance, schaut euch seine Videos an. Der hat ein unglaubliches Videoerbe hinterlassen, das sich lohnt nochmal, bei dem es sich lohnt, es sich nochmal anzuschauen. So, bis dahin, euch alles Gute, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, vielleicht ja auch dann mal bei Alex. Vielleicht. Wir haben es jetzt zum dritten Mal angekündigt und aller gute Dinge sind drei. Ja, vielleicht gibt es ja bald einen neuen Alex, mit dem wir was machen. Vielleicht Dinge 18. Kann auch sein. Ja. 18:8. Naja, wir sehen uns wieder. Vergesst nicht reinzuschalten. Macht's gut. Tschüss.